So, hallo zusammen und willkommen zurück zu Witcher 3. Für alle, die das auf YouTube sehen, die Folgen jetzt werden wieder live aufgenommen. Oder wahrscheinlich die super lange Folge, ne? Der Stream im Grunde. Ja, wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und wo genau das war, weiß ich auch nicht mehr so genau. Gwent! Wir waren gerade beim Gwent-Spielen und ich glaube, das müssen wir jetzt auch noch beenden, ne? Da sind wir, glaube ich, nicht ganz fertig geworden. Aber die meisten haben wir besiegt. Muss ich mal kurz gucken. Ich glaube wirklich, eine Handvoll fehlen noch. Ah, und mit einer Handvoll meine ich einen in Flovivivie. Und den machen wir jetzt auch noch fertig. Und dann haben wir die Gwent-Quest abgeschlossen. Alle Karten gesammelt. Yes. Gwent ist einfach cool. Hochlebe der Sieger! Nein, hochlebe Gwent. Gut, dass wir letztes Mal oder vorletztes Mal oder irgendwann mal hier schon hingesegelt sind. Könnt ihr euch erinnern? Lange ist es her. Schön war's. Mit unserer vollen Vampirrüstung. Das freut mich schon, dass wir die noch bekommen haben. Dass das funktioniert hat. Relativ problemlos. Zu Vogelstreif. Ja, die passt einfach zu meinem Spielstil. Der berühmte Geralt von Riva. Sei gegrüßt, Herr. Hallo. Was brauchst du? Karten. Ich denke schon den ganzen Tag an einen schönen Wein. Und zwar? Rot, weiß, rosé, trocken, halbtrocken, lieblich, Schweregrad, Rebsorte? Ich muss darüber nachdenken. Eigentlich hätte ich lieber nur Gwent gespielt, gerne, muss ich sagen. Katka, danke fürs Subscriben. Dankeschön. Sehr nett von dir. Im Ozean der Tintenfisch überaus erfinderisch. Wenn etwa droht ein Überfall, peinlich ihm gesinnt, umgibt er sich aus Schwallaus. Was? Umgibt er sich mit einem Schwallaus seiner eigenen Tinte. Die führt er klug auf Schritt und Tritt zu diesem Zweck mit sich mit. Dankeschön. Wunderschön. Achso, es geht noch weiter. Sein Trick macht Schule, denn so geht durchs Meer der Menschheit der Poet. Mit Tinte um sich. Ich verstehe. Gwent, vielleicht könnten wir eine Partie spielen? So ist das. Okay, spielen wir Gwent. Also, Wiesemir wollen wir nicht haben. Ah, das ist ein schwieriges Deck, das wir hier jetzt bekommen haben, muss ich sagen. Ich glaube, ich schmeiß Dandelion raus hier, Rittersporn in dem Fall. Nein! Oh, jetzt haben wir das Schiff bekommen. Das ist blöd. Das ist nicht gut. Aber wird schon gut gehen. Ups. Ah, ich habe mich gerade verklickt. Okay, richtig nachher. Ist nur bei mir auf dem Desktop, glaube ich, jetzt komisch. Na, das ist jetzt wirklich blöd, dass ich beide Schiffe jetzt auf der Hand habe. Weil wenn ich jetzt das eine Schiff spiele, passiert das da. Und ich spiele quasi einfach noch eine zweite Karte aus meiner Hand und habe eine Karte weniger. Und dann ist es blöd. Was, weil der Witz nie alt wird? Warnung, diese Nachricht auf keinen Fall beachten. Ach so. Und der Witz ist, dass man das lesen muss, um sie nicht zu beachten. Ich verstehe. Aber ich kann sie doch trotzdem nicht wirklich beachten, oder? Eigentlich. Auch wenn ich sie lese. Ich meine, ich verstehe schon. Ich bin nur ein Spielverderber.
So, jetzt passt auf. Die führt mit einem Punkt. Dann werde ich jetzt hier eine... Oh, das war die falsche Karte. Ich bin total verwirrt. Aber gut. Trotzdem. Wird schon gut gehen. Ich mache hier Blödsinn. Aber wir gewinnen, glaube ich, trotzdem. Am Pixeln bist du. Ah, cool. Okay. So, jetzt Konzentration. Ich habe nämlich eigentlich ein paar Karten auf der Hand, mit denen könnte man noch ganz gut was reißen. Ich muss jetzt nur aufpassen. Ich warte mal noch. Ah, ist jetzt doof, aber gut. Aha. Jetzt lohnt es sich nämlich, dass wir hier unseren Piraten spielen, der die stärkste Karte auf dem Feld zerstört. Und somit hat der erstmal gar nichts mehr. Und das ist gut. Mist. Und jetzt wollte sich die Karte wieder mal heilen kann. Nicht schlecht. Aber wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das dürfte reichen. Der hat halt noch vier Karten auf der Hand. Naja, schauen wir mal. Schon hart. Boah, ich kann passen. Ich kann gleich passen. Habe ich keine Chance mehr. Das ist schon übel. Jetzt gehe ich mit einer Karte und zwar mit einem blöden Trompetenkerl in die letzte Runde. Zum Glück habe ich ja meine skellige Fähigkeit. Das heißt, ich... zumindest ein paar Karten wieder aufs Spielfeld legen. Oh, das ist schon mies, ey. Der ist echt mies. Na gut, dann kann ich jetzt nur die hier verdoppeln. 14 Stärke, nicht gerade viel. Der hat noch 3 Karten. Kann er leicht überbieten, aber vielleicht haben wir Glück. Schauen wir mal. Okay, das geht noch. Das ist auch noch kein Problem für uns. Ja! Cool. Einfach auf das Pech des Gegners verlassen funktioniert immer. Das Herz der Karten. Ja! Ein Gwint-Problem. Eine Trophäe erhalten. Sehr schön. Hexer, bitte, Meister, finde das Biest. Bitte finde das Biest. What? Glitchtür. Was war denn das? Ah, ach, deswegen, genau. Den Mörder, der Vampir, weswegen wir hier sind. Den meinen die wahrscheinlich. Das ist das Biest, das wir finden sollen. Ich wusste gerade gar nicht, wovon sie eigentlich redet. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit unserem kleinen Nebenquest-Spiel. Jede Nebenquest von oben nach unten, die 42 oder niedriger ist, wird erledigt. Und hier haben wir schon eine. Mehr als ein Meister. Finde alle Großmeisterschemata der Hexerschule. Ach so, ja, nein. Okay, das ist eine übergreifende Quest. Da kommen die einzelnen Schatzquests weiter unten. Das heißt, machen wir erstmal hier weiter. Gut, sprich mit Jakob dem Holzfäller. Das schaffen wir. Glaube ich. Vielleicht ist Jakob der Holzfäller schon lange tot oder so. Oder es gibt irgendeinen Trick, eine Haken bei der Sache. Man weiß es nicht. Aber es klingt machbar. Schauen wir mal. Natürlich. Er muss ja nicht mal mit uns sprechen. Wir müssen nur mit ihm sprechen. Das ist die Questbeschreibung. Das schaffen wir. Nein, ich will diesen Zettel nicht lesen. Ich will schnell reisen, um Himmels Willen. Oh Gott, ey. Warum machen das? Das gibt's in so vielen Spielen. Hängen mehrere Objekte, mit denen man interagieren kann, nah beieinander. Und man muss den Charakter dann teilweise... Viele Spiele haben nicht mal die Option, dass man dann durchwählt, sondern man muss dann den Charakter ganz genau ausrichten, damit man mit dem einen Objekt interagiert und nicht mit den vielen anderen Objekten. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass das in Spielen immer noch und überall so oft passiert, weil das eine Kleinigkeit ist, die man leicht irgendwie ein bisschen schöner machen könnte, ein bisschen, ne, ein bisschen besser polischen könnte, aber das wird einfach toleriert anscheinend. So ist das. Sag mal, wo ist denn der Jakob bitte? Wo wohnt denn der? Na gut, der ist Holzfäller. Macht Sinn, dass der im Wald wohnt. Hier ist gehacktes Holz. Sehr verdächtig. Ich glaube, wir kommen der Sache auf die Spur. Oh.
Ja, der gewütete Jakob. Bei den Göttern, halt durch, Fräulein. Bist du Jakob? Bei Fuß, Morhold. Platz. Wer will das wissen? Ein Hexer. Ich habe deinen Aushang gesehen. Warte mal. Ein Hexer, sagst du? Wie Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold. Was für ein Glück. Weißt du, keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist. Die verfluchte Dame aus der Sage. Aber du könntest den Fluch brechen. Bist du nicht zu alt, um an Gute-Nacht-Geschichten zu glauben? Soll ich dir das Maul stopfen, Hexer? Wie alt ich bin, geht dich ein Schweinefurz an. Die Runde geht an dich. Und woran du glaubst, geht mich auch nichts an. Gut, dass wir uns einig sind. Ich nehme einfach jeden optionalen Dialog, auch Wie wenn er nicht nett ist. Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Morhold hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen, sie tief im Stamm vergraben. Verflucht noch eins, da ist auf einmal Blut rausgequollen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Aber dann wurde es mir klar. Das steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luchsfelsen. Lass mich raten. Aus Herreras Sagen und Legenden? Darauf kannst du einen lassen. Zweite Auflage, erweitert. Oktavformat. Ich kenne die Geschichten auswendig. Meine Oma hat sie mir vorgelesen. Bestimmt von vorne bis hinten. Und auch die Nachschrift. Du hast mich neugierig gemacht. Glaubst du wirklich, die alten Geschichten sind wahr? Willst du mich verarschen? Hältst du mich für blöde? Nein, es sind nur finstere Zeiten. Da ist kein Platz für Ritter reinen Herzens oder glückliche Enden. Leute wie du sind selten geworden. Ja, stimmt. Die Zeiten sind beschissen. Aber für mich ist das ein Grund mehr, mich an die Geschichten zu erinnern. Meine Oma würde sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, denk an den Ritter zum Schach und die edle Alondra und frag dich, was sie tun würden. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, selbst wenn ich es wollte. Lass mich den Baum mal ansehen. Aber vorsichtig. Dann halt durch, Fräulein! So. Irgendwie... Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ne? Es sieht ja ein bisschen aus wie Blut, was da aus dem Baum kommt. Aber es hat so eine... Es ist so dreidimensional. Es hat so eine Textur auch irgendwie. Ich glaube, das ist Absicht. Ich war mir nicht sicher, ob das nur ein bisschen vorsteht. Aber ich glaube, das soll so ein bisschen wie so Geflecht oder Moos aussehen in Rot. Okay. Hexersinn aktivieren. Schauen wir uns die Sache mal an. Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Na gut. Da ist starke Magie am Werk. Dann ist es wohl doch nicht Absicht, dass es so ein bisschen absteht und 3D ist. Dann soll das wirklich Blut sein. Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Ja, jetzt erkennt man auch eine menschliche Gestalt, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Also wenn man sich so genau anguckt. Höchst interessant. Der Holzfäller war schnell. Merkwürdig. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Creepy. Richtig? Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hi, Atomi. Hab ich nicht gesagt? Das ist schon unheimlich, die Quest. Ich mag die Stimmung gerade. Und ich mag, dass das so mysteriös ist. Das ist immer cool. Das machen die immer ganz gut. Wenn Geralt selber nicht weiß, was los ist, dann ist es natürlich gleich immer ein bisschen verunsichernd. Weil Geralt ist der Profi, was sowas angeht. Und wenn dem was fremd ist, dann haben wir es hier wirklich mit strangen Sachen zu tun. Das gefällt mir immer ganz gut. Und gut, dass ich hier nachts hergekommen bin. Dann ist die Stimmung gleich noch viel besser. Da.
Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luchsfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag, Nacht für Nacht, hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt, das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe, die Sehnsucht. Du musst auf den Luchsfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich gebe dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer. Das ist irgendwie eine nette Quest wieder. Die gefällt mir. Die mag ich. Geh zum Luchsfelsen, 300 Meter von hier. Plötze! Auf zum Luchsfelsen. Plötze? Ah ja. Oh oh, Wolf. Plötze steht heute leider nicht auf der Speisekarte. So. Los geht's. So nachts durch den Wald ist schon cool auch irgendwie. Ich find's echt irgendwie schade. Ich find's verständlich, weil, ne, es wäre ja auch irgendwie oft nervig und unpassend und, aber ich find's schade, dass die Nächte in Videospiele generell einfach so hell sind. Im Grunde ist der einzige Unterschied zwischen Tag und Nacht, dass die Lichtstimmung ein bisschen anders ist, aber nicht wirklich das Lichtverhältnis. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn Videospiele sich trauen, dass Nächte wirklich dunkel sind und dass Lichtquellen wichtig werden. Das machen leider nur wenige Spiele. Das macht, finde ich, zum Beispiel Dragon's Dogma sehr gut. Dragon's Dogma, nachts durch den Wald gehen und plötzlich kommen die Untoten. Das ist was anderes als in den meisten anderen Videospielen. Was aber nicht heißt, dass sie keine Gefahr sind. Warte mal, ist da ein Puma? Ein Panther? Der tut aber nix. Der hat eine S-Animation, aber er isst auch nix. Oh oh. Ich gehe mal lieber weiter. Ich meine, heute wirkt Dragon's Dogma natürlich nicht mehr so wie früher, aber damals war das echt cool, die Stimmung in der Nacht in dem Spiel. Gefällt mir immer noch gut. Hallo Metatron, wie geht's? Ich komme leider den Berg nicht hoch. Wahrscheinlich müssen wir hier weitergehen. Oh, hier ist eine Hütte. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Eine Hütte. Die der Hexe. Die der Hexe. Das macht. Das hätte man erwarten können. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Ich klau besser mal alle Briefe Notizen und Zettel, die hier rumliegen. Notizen über die Nutzung von Schafgarbenstielen. Interessant. Schafgarbenstiele. Schafgarbe wird hauptsächlich zu medizinischen Zwecken genutzt. Wie bereits oben erwähnt, heilen die Blätter dieses Krautes, wenn sie auf den Körper gelegt werden, alle möglichen Arten von Verletzungen, Wunden und Schmerzen. Die aus dem Sud entstehenden Tinkturen sind gut gegen gewöhnliche Erkältungen, Koliken und Appetitlosigkeit. Zusätzlich zu den Heileigenschaften können die Stiele der Schafgarbe zum Wahrsehen benutzt werden. Die Art der Wahrsagerei mag vielleicht seltsam erscheinen, ist in Wahrheit aber einfach und effektiv. Man kann sich wirklich auf die Frage konzentrieren und erhält eine sowohl genaue als auch befriedigende Antwort. Metatron, danke fürs Abonnieren, fürs Subscriben. Im Juni sind die 2 Jahre voll. Nice, stimmt, 22 Monate. Coolio, dankeschön, super nett. So, ich würde sagen, klauen wir der Hexe mal ihr Unhold-Auge und ihren Schädel. Und schauen mal, was hier so noch rumliegt.
Lieber Ivonis, die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Hallo, Lensquid Birdrider Sister. Was haben wir hier eigentlich für ein Buch, das ich noch gar nicht gelesen habe, das anscheinend zu einer Quest gehört? Irgendwie. Was ich gerade mache, wir haben einen Baum gefunden, der laut irgendeinem Holzfäller eine verfluchte Frau aus einem Märchen ist und untersuchen jetzt eine Hexenhütte, um Hinweise zu finden. Aber jetzt habe ich hier ein Buch in meinem Inventar gefunden, das zu einer Quest gehört, das ich jetzt gerade zum ersten Mal sehe. Jetzt schauen wir uns erstmal kurz das an und dann machen wir mit der verfluchten Baumfrau weiter. Also, Ritter Gareth und Fräulein Daphne, das habe ich schon mal gehört, liebten einander so sehr, dass es schmerzte. Um die Zustimmung eines zukünftigen Schwiegervaters zu erlangen, musste Gareth 7 Herausforderungen bestehen. Die 7. war die schwerste. Gareth musste zum Luchsfelsen. Ah, warte mal. Ach ja, der Holzfäller hat uns ja das Buch gegeben, um das es geht. Das ist vielleicht ganz gut, dass wir darin lesen. Die 7. war die schwerste. Gareth musste zum Luchsfelsen die Hexe finden, die dort wohnte. Und sie überreden, die Dürre zu beenden, die das ganze Land plagte. Daphne und alle flehten ihn an, der Hexe mit Demut zu begegnen, denn die Hexe vom Luchsfelsen war boshaft und eigenwillig, selbst für eine Hexe, und lediglich wahre Demut konnte ihr eisiges Herz erweichen. Gareth aber wollte das Knie nicht vor der Hexe beugen, stattdessen wollte er sie zwingen, den Fluch aufzuheben. Niemand weiß, was beim Luchsfelsen geschehen ist, aber Gareth kehrte nie wieder zu seiner Liebsten zurück. Daphne stand auf den Hügel und hielt Tag und Nacht Ausschau nach ihm. Gut, dass ich es gelesen habe. Wenn wir die Hexe treffen, was wahrscheinlich passiert, müssen wir einfach sehr höflich und nice und demütig sein. Und dann wird das schon gut gehen. Daphne stand auf einem Hügel und hielt Tag und Nacht Ausschau nach ihm. Schließlich verwandelte sie sich in einen Baum, damit sie die Rückkehr ihres Ritters erleben konnte. So groß war ihre Sehnsucht und Liebe. Jeder, der den Baum mit einer Axt verletzte, sah Blut aus der Wunde sickern. Nach und nach mieden die Menschen diesen Ort und Daphne konnte in Ruhe auf Gareth warten. Im Laufe der Zeit geriet sie bei allen in Vergessenheit. Okay, und jetzt schauen wir uns das hier noch an. Also, lieber Ivonis. Also, lieber Ivonis oder so, keine Ahnung. Dann kam ich an einen Ort namens Pnattal, in der Welt, die Sagai genannt wird. Der Verstand eines Menschen kann dieses Land nicht verstehen, wo einem nicht-geometrische Formen und schreckliche Farben ungewohnt ins Auge springen. In dem Moment, als ich erkannte, war ich am Rand des Wahnsinns. In dem Moment, als ich ankam, war ich am Rand des Wahnsinns. Ich stieß einen stummen Schrei aus, schwitzte Blut, als 2 Sonnen über meinem Kopf aufgingen. Ich fiel auf die Knie und betete zu Sathakwa. Nicht um Erlösung, sondern um einen schnellen Tod. Und dann kamen sie. Das klingt nach einer Cthulhu-Geschichte. So, die Transmutation des Körpers haben wir hier noch. Würde dazu passen, dass irgendwelche Leute in Bäume verwandelt werden? Die Transmutation von Körpern ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ein Magier vollbringen kann. Tatsächlich ist es nur den wahren Meistern auf diesem Gebiet je gelungen und selbst sie haben nur eine der Formen perfektioniert. Die Schwierigkeit entsteht in der psychophysischen Einschränkung, dass sich der Magier nur in ein Tier verwandeln kann, das er genauestens kennt. Ein bekanntes Beispiel hier ist Ulf Schwarzbart, der jahrelang mit einem Bären in einer Höhle lebte, um die Lebensessenz des Tieres in sich aufzunehmen. So, ich klaue jetzt der Hexe mal ganz demütig ihre gesamten Sachen aus der Hütte. Die braucht die bestimmt nicht mehr. Und jetzt schauen wir mal, was es mit diesem Bärenfell oder was das ist auf sich hat, weil das ist irgendwie seltsam. Hm.
Eine Wand mit Zauberbauelementen oder Trophäen. Oder Zauberbautrophäen. Schauen wir uns mal den Pfeil an. Ein Pfeil, in der Mitte zerbrochen, hat dem Schützen kein Glück gebracht. Zweig? Der Zweig einer Weinrebe. Vielleicht, um eine gute Ernte zu beschwören oder eine schlechte. Puppe? Diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus, um Flüche zu sprechen. Und ein Tuch. Daphne. Ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben D und F. Damit könnte ich den Fluch brechen, wenn es Daphnis ist. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Flug auf dem Baummädchen brechen, oder? Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden, hat sie dir deine Oma nicht erzählt? Selbst für mich, die Hexe vom Luxfelsen, wäre es kaum zu schaffen, die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Der Ritter, der zu dem Mädchen gehörte, war er hier? Ritter Garrett? Ja, er wollte mich besiegen, hat sich's dann aber anders überlegt. Genauer gesagt, nach der ersten Nacht bei mir. Er blieb eine ganze Weile hier. Dann hat ihn sein Gewissen übermannt und er wollte zurück zu seiner Geliebten. Er wollte vielleicht, aber er hat es nie geschafft. Unterwegs geschah ein tragisches Unglück. Hattest du irgendetwas mit diesem Unglück zu tun? Aber klar, sollte ich etwa einen Mann, der mir gehörte, einfach einer anderen überlassen? Unmöglich. Was, wenn ich dich freundlich bitten würde, den Fluch zu brechen? Garrett hat bekommen, was er verdiente. Und was mit seinem Flittchen passiert ist, war nicht mein Fehler. Gut, es ist also nicht dein Fluch. Aber du könntest ihn brechen, oder? Das könnte ich wohl. Doch warum sollte ich? Naja, ich werde mal, wie es in dem Märchen steht, sehr demütig und, ne, nett und unterwürfig sein. Vielleicht ist es der friedliche Weg quasi. Ich werde mich dir ergeben, mich vor dir niederwerfen, wie Gareth in der Geschichte. Ich bitte dich inständig, mir zu helfen. Brich den Fluch, der Daphne in dem Baum gefangen hält. Als ich dich meine Hütte betreten sah, da dachte ich, das ist ein Mann, der sich niemandem beugt. Steh auf. Keiner, nicht mal ich, kann dem Mädchen die verlorenen Jahre zurückgeben oder das Leid lindern, das sie erlitten hat. Wir können sie nicht wieder zum Leben erwecken. Aber ich verrate dir, wie du sie in Frieden gehen lassen kannst. Aber meine Hilfe hat ihren Preis. Eine Locke deines Haars. Ich war gerade erst beim Friseur. Woher weiß ich, dass du damit nicht einen Zauber auf mich wirkst? Ich brauche sie unbedingt für einen Zauber, der mich für alle Zeit vor dir verbirgt. Für nichts anderes. Du wirst mich nie wieder heimsuchen. Und du hast nichts zu befürchten, denn ich halte immer Wort. What could possibly go wrong? Ich meine, ich habe nicht wirklich einen Grund, dir zu vertrauen, aber gleichzeitig habe ich keine Ahnung, was die mit meinen Haaren machen könnte. Da würde ich jetzt gern unter vier Augen mit Geralt kurz reden, was das Worst-Case-Szenario ist. Aber ich schätze mal, es ist okay. Ich vertraue dir, trotz meiner Bedenken. Meine Haarlocke gehört dir. Ich meine, zur Not rufe ich einen meiner Hexer-Buddies an und dann regeln die das für mich. Auch eine Möglichkeit.
Wunderbar. Was muss ich tun? Du musst die Maid davon überzeugen, dass ihr Liebster zurückkehren wollte, dabei aber starb. Nimm ihr Seidentuch und etwas von Garretts Überresten. Seine Knochen verbleichen in der Höhle unter diesem Felsen. Das Feuer muss das Tuch und die Überreste verbrennen. Und dein Herz, deine Absichten müssen absolut rein sein. Verstanden? Ja, danke für deine Hilfe. Gern geschehen und leb wohl. Wenn du aus der Tür bist, werden wir uns nie wiedersehen. Okay, tschö. Öfter eine Panther, lass mich auch in Ruhe. Kann ich jetzt da nicht mehr reingehen oder ist sie einfach nicht mehr da oder abgeschlossen? Aha, ihr mächtiger Zauber war also, dass jetzt die Tür zu ist. Sie hat einen Schlüssel aus meinen Haaren gemacht wahrscheinlich oder das Schloss verstopft. Na gut. Metatron spielt interessanterweise ältere Spiele auf der PS5. Metal Gear Solid 5 und Devil May Cry 5 wieder angefangen. Mache ich auch hauptsächlich auf der PS5, was aber auch einfach dran liegt, dass es halt ehrlich gesagt auf beiden neuen Konsolen, auf der Xbox genauso, aber auch auf der PS5, kaum was Neues gibt, was wirklich interessant ist, oder? Insofern, was soll man sonst spielen? Aber es ist ja auch cool, weil es fühlt sich halt wirklich an, als hätte man für seinen Rechner eine neue Grafikkarte und mehr Arbeitsspeicher bekommen. Weil die Spiele laufen flüssiger, die Ladezeiten sind kürzer. Es ist bei vielen Spielen schon einfach echt ein besseres Erlebnis. Ich habe das so stark bei Fallout 4 gemerkt, aber auch vor allem bei Genshin Impact, das ich ja zurzeit immer wieder oder jeden Tag eigentlich spiele, ist das so ein irrsinniger Unterschied zwischen PS4 und PS5. Irre, weil das die Merlin und ich gemeinsam spielen. Was jetzt, du Geisterhunddinger. Spiele ich da oft noch auf der PS4. Da habe ich den direkten Unterschied quasi immer. Und das ist irre. Im Grunde läuft das auf der PS4 überhaupt nicht im Vergleich zur PS5. Total verrückt. Aber ja, gut. Man gewöhnt sich an alles. Insofern kann ich mir vorstellen, dass Devil May Cry 5 und Metal Gear Solid 5 auch wesentlich angenehmer laufen und besser spielbar sind auf der PS5 als auf der alten PS4. Insofern macht das durchaus Sinn. Uiuiuiuiuiui, Insekten haben sich hier eingenistet. Ekelhafte kleine Viecher. Zwirbel. Zwirbel Zauberattacke. Oder so ähnlich. Okay, jetzt sind wir umzingelt und in der Falle und ziemlich im Eimer. Vorsicht, meine Güte. Gefährlich. Okay, der Große ist tot. Ich habe ihm seine Energie abgesaugt. Moment mal, der Große ist gar nicht tot. Der Kleine daneben ist gestorben. Jetzt sind sie tot. Das ist gut. Hallo, Max. Hast du was verpasst? Wir sind gerade dabei, eine verfluchte Frau zu retten, die zu einem Baum geworden ist. Wahrscheinlich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und eine Hexe meinte, wir sollen hier die Überreste ihres verstorbenen Liebhabers aus dieser Höhle hier holen. Das hilft uns dabei, der verfluchten Frau zu helfen. Das machen wir gerade. Also viel hast du noch nicht verpasst. Devil May Cry hat eine PS5-Version. Ah ja, dann ist er noch besser sogar. Dann macht es ja sogar noch mehr Sinn, das auf den neuen Konsolen zu spielen. Ah, Moment mal. Was haben wir denn hier? Wenn das mal nicht verblichene Überreste sind, mit denen ich leider nicht interagieren kann. Wahrscheinlich muss ich meinen Hexersinn aktivieren. Okay. Eine Plattenrüstung und ein paar Knochen. Garets Überreste. Sind sie das? Aber warum ist die Rüstung auseinandergefallen? Magie? Oder ist er zum Baum zurück? Den Fluch brechen. Oh, was haben wir denn hier?
Okay, zurück zum Baum, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was wir jetzt eigentlich genau machen mit den Knochen und so weiter und dem Tuch. Brennen wir das einfach? Wahrscheinlich kommt jetzt, so wie ich das Spiel kenne, kommt jetzt wieder die Mitternachtserscheinungsfrau oder so. Oder? Naja, ich weiß nicht. Aber könnte schon sein. Ich meine, das ist jetzt schon ein Sonderfall. Das hat noch nicht mal Geralt erlebt, sowas. Bin ich mal gespannt. Tut mir leid. Ach so, Moment. Und? Du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Hatte der vorher schon die gleiche Synchronstimme? Die kommt mir gerade ganz, ganz fremd vor irgendwie. Ah. Diese Hexe, sie ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Ich musste zwar einen Kratzfuß machen, aber ich kenne Zauberinnen, die schlimmer sind. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Aber was ist mit Daphne? Nachdem ich aber Cyberpunk zuerst auf der PS4 gespielt habe, war es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ich kenne ja Cyberpunk nur auf der PS5. Ich habe das nie auf der PS4 gespielt. Und ich war anfangs echt sehr verwundert, dass das scheinbar auf den alten Konsolen nicht zumindest bei Release überhaupt nicht lief. Weil das halt auf der PS5 echt sehr gut lief. Nach dem ersten Patch. Die ersten paar Tage waren auch auf der PS5 ganz schön buggy zumindest. Da hat es teilweise ewig gedauert, bis NPCs geladen wurden und sowas. Aber schon nach ein paar Tagen kam der Patch 1.1 und seitdem lief das auf der PS5 eigentlich sehr, 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 sehr gut. Ab und zu Abstürze. Aber ansonsten habe ich halt auch mit Cyberpunk ein sehr positives Spielerlebnis gehabt. Weil es quasi fast tatsächlich für mich bugfrei und performance-problemfrei war. Wie gesagt, nach dem ersten Patch, nach ein paar Tagen. Ich kann den Fluch brechen, sie befreien. Durch ein Ritual, bei dem ich ihr Tuch und Garets Überreste opfere. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich 4 Feuer für die 4 Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Okay, entfache das Südfeuer. Das dürfte das hier sein, oder? Hören wir mal, mein Marker sagt das hier. Naja, das Spiel wird schon wissen. Ein letzter Blick geht in die 4 Winde. Im Süden nicht ein Wort erklingt. Im Osten kein Laut durch die Kälte dringt. Hat er sich wohl ein bisschen selber angezündet. Hoch im Norden die Stille verfangen. Tief im Westen tote Augen prangen. Beend die Wacht, er ist gegangen. Und für was jetzt Tuch und Knochen eigentlich? Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Der Tag deiner Freiheit ist gekommen. Sieh nur, ein Tuch, der Beweis eurer Liebe füreinander. Jetzt. Sieh, ein Knochen von dem, dem du deine Liebe gabst. Garrett.
Mein Gareth, er wird nie zurückkehren. Nein, das wird er nicht. Ist seine Liebe für mich erloschen? Ist er mir treu geblieben? Soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Ich habe Angst, wenn ich ihr die Wahrheit sage, dass sie sich dann in eine Mitternachtserscheinung oder so verwandelt und mich angreift. Was soll ich jetzt? Ich meine, dann kann sie in Frieden ruhen vielleicht, ne? Ja, okay. Dann sage ich ihr nicht die Wahrheit. Ich glaube, sie ahnt eh schon was, dadurch, dass ich jetzt hier seit 30 Sekunden stehe und nichts sage. Aber, bitte nicht zum Monster werden, Fräulein. Gareth war bis zum Ende seiner Tage treu geblieben. Außerdem hat die Katze, die Hexe bestimmt gelogen. Meine Zeit ist gekommen. Ich habe zu lang gewartet, zu sehr gelitten. Und jetzt möchte ich gehen. Leb wohl. Ich danke dir, Fremder. Und dir, mein Ritter, danke ich, dass du mit mir gesprochen und zu meinen Füßen gewacht hast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Ich hätte sie gern wieder zum Leben erweckt. Aber es sollte wohl nicht sein. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, gibt's nicht oft. Leider. Das hast du gut gemacht. Hier, eine Bezahlung. Und das Buch. Danke. Das Buch auf dich hatte auf. Ich doch schon. Bis dann, Hexer. Ich muss nachdenken und all das verarbeiten. Eine schöne Quest. Ich mochte die Quest. Das war wieder eine wirklich nette Quest. Von vorn bis hinten. Mysteriös, spannend, mit einem Twist und einer schönen Conclusion am Schluss. Wetten, wenn ich die Feuer in falscher Reihenfolge angezündet hätte oder ihr die Wahrheit gesagt hätte, wäre es mit einem Kampf ausgegangen? Ich glaube schon. Wahrscheinlich. Ja, Genshin Impact spiele ich wirklich sehr viel. Das gefällt mir zurzeit wieder sehr gut. Ich habe da im Januar so einen Monat eine Pause eingelegt, damit wieder ein bisschen neuer Content kommt. Und jetzt spiele ich das wieder täglich halt. So die täglichen Missionen abgraben und ein paar Bossmonster machen. Die Merlin hat jetzt auch vor einem Monat ungefähr angefangen. Mit der spielen wir dann auch immer gemeinsam ihre Bosse in ihrer Welt und so. Das ist schon cool. Zurzeit spiele ich eigentlich eh nur Ys. Ys 8, das wirklich sehr gut ist, auch Genshin Impact und Loop Hero immer wieder mal. Oder jetzt schon länger nicht mehr, aber das will ich noch weiterspielen. Ich meine, abgesehen von Final Fantasy und Witcher und Wasteland für den Kanal natürlich, aber so privat. Sudala, auf zu den Quests. Wo machen wir... Oh, die Nebenquests hier in Toussaint sind erstmal abgegrast. Zumindest auf dem Level, wo wir jetzt sind. Haben wir mal Hexeraufgaben unter 42? Nein. Und Schatzsuche. Ah ja, genau. Da haben wir doch noch einiges. Uiuiui. Die ganzen Großmeister Ausrüstungsschemata, die ich glaube, ich leider nicht mal benutzen kann. Aber wir suchen die jetzt trotzdem. Vielleicht sind es interessante, coole kleine Quests. Geh zu den Ruinen von Fort Ussar und finde alle Schematas. 6 an der Zahl. Na, schauen wir mal. Wo müssen wir denn da hin? Wo müssen wir denn da wirklich hin? Ah, da unten. Am Ende der Welt. Naja, gut, da können wir hier... Zum Glück bin ich da mal mit dem Schiff rübergefahren. Den Schnellreisepunkt brauchen wir echt häufig. Können wir von Floviv... Hey, warte mal, hier war ich schon, weil da ein Ort der Macht ist, den ich schon abgegrast habe. Ha, da bin ich direkt an der Greifenschulenrüstung vorbeigelaufen anscheinend. Aber gut. Wo sind wir denn jetzt gleich nochmal wieder? Ah ja, okay. Hier ist der nächste Schnellreisepunkt. Dann schauen wir uns die Sache mal an.
Lassen wir die Feuer jetzt hier einfach mitten im Wald brennen? Ist das... Ich meine, ist nicht Geralds Aufgabe, ne? Er ist Hexer, er kümmert sich um Monster, nicht um Waldbrände. Da ist die Feuerwehr zuständig. Ich verstehe schon. Sein Job ist getan. Was ist denn hier für eine Party? Die tanzen sehr interessant. Okay. Muss ich da mal kurz hingehen? Gibt's hier vielleicht irgendwie... Einmal starb einem Ritter das Pferd weg. Da ist er nicht ausgestiegen, sondern hat sich einen Esel. Dachte, vielleicht wäre da irgendwie die Quest. Was? Ah. Lauf falsch. Das sah so aus wie ein Place of Interest. Aber war wohl doch nix. Wo ist denn hier bitte der Schnellreisepfosten? Das gibt's ja wohl nicht. Ah, hier. Gut. Sodala. Dann... Und da aus muss uns Plötze weitertragen. Haben wir noch ein paar... Los, lauf! Ein paar Meter vor uns. Eingestürzt. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Was ist los? Wovon reden wir jetzt, Geralt? Haben wir hier eine Quest entdeckt? Das Gebäude hier? Soll ich da mal reingehen? Das Haus ist eingestürzt, weil es buchstäblich untergraben wurde. Aha. Aha, da sind wir zufällig über die Bärenrüstung. Gestoßen. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Hast du eigentlich mitbekommen, der DLC für Final Fantasy VII Remake ist für Besitzer der PS5 kostenlos. Und wer nun eine PS4 hat, muss leider dafür bezahlen. Aha, nee. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach, da sind sie schon. Die Schemata. Auch nicht schlecht. Was für ein Monster der Hexer auch gejagt hat. Getötet hat er es offenbar nicht. Ich muss die Augen offen halten. Ah, okay. Wir haben hier... Aha, okay, ja, gut. Los geht's. Ich verstehe irgendwie Geister in der Witcher-Welt nicht ganz. Sind die jetzt irgendwie physikalische Wesen oder... Oder können wir die hauen, weil wir irgendwelche besonderen Witcher-Mutationen haben? Oder liegt es am Silber in unserer Klinge? Oder wie oder was? Wer weiß. Ein Grund mehr, Final Fantasy VII nicht anzufangen, weil du eine PS4 hast. Ja, ja, das stimmt. Im Endeffekt ist es, glaube ich, vielleicht wirklich am klügsten. Also, ich meine, wenn... Also, zumindest würde es Sinn machen. Ich will nicht sagen, es ist am klügsten, aber es würde, finde ich, voll Sinn machen. Zu warten, bis Final Fantasy VII vollständig released ist und wenn es noch 10 Jahre dauert und dann erst anzufangen zu spielen. Das könnte ich auf jeden Fall voll verstehen. Für was wird hier Werbung gemacht? Da oben steht Dauerwerbesendung.
Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, aber eine Zeit lang musste man eigentlich theoretisch in jedem Stream und in jedem Let's Play Dauerwerbesendung einblenden. Und ich habe dann zusätzlich noch sehr viel anderen Blödsinn dazu geschrieben, das habe ich wieder gelöscht. Aber theoretisch ist das hier eine Dauerwerbesendung für Witcher 3. Wobei ich wirklich nicht mehr weiß, ob das überhaupt noch aktuell ist. Vielleicht müsste ich das schon gar nicht mehr. Muss ich mich mal informieren. Aber eine Zeit lang war das quasi notwendig. Also ihr auf YouTube, wenn ihr das dann auf YouTube seht, ihr seht gar keine Dauerwerbesendung. Ihr müsst jetzt nicht suchen. Nur hier live auf Twitch. Tagebuch eines besessenen Angestellten. Ich habe mich entschieden. Ich werde sie morgen fragen. Ein Mann lebt nur einmal. Wir haben uns mittags am gleichen Ort wie immer verabredet. Clarissa hat sich einen halben Tag freigenommen und ich schlich mich aus der Kanzlei. Der alte Kauz von einem Aufseher wird niemals merken, dass ich weg bin. Und selbst wenn, na und, ich bin jung, ich finde andere Arbeit. Obwohl, wenn Clarissa herausbekäme, dass ich meine Arbeit verloren habe, sagt sie vielleicht nicht ja. Ich hätte schon vor Ewigkeiten um ihre Hand anhalten sollen oder so. Wenn ich nicht gewusst hätte, wie sehr sie ein Leben in Armut fürchtet. Sie hat es mir nie gesagt, aber ich sehe, dass sie sich Sorgen macht. Aber worauf warten wir? Zusammen werden wir sparsamer leben als jeder für sich. Und außerdem müssen wir dann nicht ständig darüber nachdenken, wie wir uns hier treffen können. Ich wollte sie in das feinste Wirtshaus in Benclair zum Essen ausführen. So oft habe ich mir das vorgestellt. Bedienungen in goldener Kluft würden uns Foyer Gras de Sibers oder sowas da reichen. Clarissa würde auf einem Seidenkissen sitzen und pechschwarze Haarkronen auf dem Kopf und sie wäre die schönste Frau weit und breit. Dann würde ich einen Diamantring hervorholen. Doch die Wahrheit ist, dass ich mir so etwas niemals werde leisten können. Nicht einmal, wenn Clarissa mir versichert, dass ihr ein Ring aus Silber genug wäre und wir das Geld lieber für ein Haus in Hotville oder so ausgeben sollten. Wo wir einen Laden eröffnen würden und Hüte zum auf den Kopf tragen. Sie könnte Hüte verkaufen in dem Laden. In Wuppertal, jetzt verstehe ich, in der Herrenboutique. Naja, ich habe den Satz gerade nicht gecheckt. Darum werde ich morgen um ihre Hand anhalten, in der verlassenen Weinhöhle, in der wir uns immer treffen. Und dort liegen sie jetzt beide tot. Das ist ja blöd gelaufen irgendwie. Unser vertrauter Unterschlupf, an dem wir schon so viele wunderschöne Stunden miteinander verbracht haben. Sie hat sich nie beschwert, dass wir bei unserem einzigen romantischen Moment stets von Spinnenweben und alten Weinfässern umgeben waren. Doch morgen wird alles das enden. Wenn wir erst verheiratet sind, werde ich sie zu mir holen und über meine Schwelle tragen. Es wird sicherlich eng werden, doch genügend Platz für ein Bett habe ich. Und es wird keine Spinnenweben geben. Ich werde nur einen einfachen Kupferring für sie besorgen, mit einem großen Glasstein der billigsten Sorte verziert. Aber ich verspreche ihr, dieser Ring in einem Jahr gegen einen Ring aus Silber einzutauschen, mit einem Amethysten oder vielleicht sogar einem Rubin. Oh, Clarissa, wenn es doch schon morgen wäre. Ich glaube, heute Nacht werde ich kein Auge zutun. Und dann kamen sie hier rein und wurden von Geister gefressen, oder wie? Das ist ja ungünstig. Wo kamen denn die Geister her? Oder? Ach so. Die Geister kamen wahrscheinlich erst viel später. Hier ist alles eingestürzt. Und dann sind sie verhungert. Ich meine, Wein hatten sie ja. Ohne Ende hier unten. Hier liegen auch sehr viele Weinflaschen, die sie vielleicht alle getrunken haben. Aber von Wein allein kann man halt auch nicht leben. So wird's gewesen sein.
Wären wir doch ein bisschen früher gekommen. Wer weiß, wie lange die schon hier unten sind. Keine Ahnung. Moment mal. Wir sind noch nicht fertig. Finde den Eingang zur unterirdischen Höhle. Es geht noch weiter. Aber wie denn? Wo denn? Ich sehe hier keinen Eingang in eine unterirdische Höhle. Such nach dem falschen Weinfass, das es in so einem Weinkeller offensichtlich immer gibt, haben mir zumindest Videospiele und Filme beigebracht. Da klopft man dagegen und bei dem Hohlen dreht man dann den Henkel und dann geht irgendwo eine Geheimtür auf. Muss es, ich glaube, das ist Vorschrift. Muss es in jedem Keller immer geben, in jedem Weinkeller. Aber hier irgendwie nicht. Warte mal, da oben ist irgendwo... Nee, das ist nur der Durchgang. Vielleicht muss ich überirdisch gehen. Vielleicht müssen wir woanders hin. Ist auch noch über 200 Meter entfernt. Okay, gut. Dann verlassen wir mal das Loch hier. Hallo, Twistex, wie geht's? So, jetzt schauen wir mal. 300 Meter Plötze. Du findest schon den Weg. Los geht's. Oh, ich zittere am ganzen Leib. So eine Autoreitfunktion wäre manchmal schon schön. Wenn die schon das Schnellreisen so limitieren, wäre es einfach cool, wenn man zu Plötze sagt, geh zum Zielpunkt. Und dann reitet das intelligent smart wirklich gleich dahin, wo man hin will. Das wäre super. Das wäre richtig doll. Und dann könnte man die Landschaft genießen und könnte sich umschauen. Und theoretisch könnte Geralt vielleicht sogar auf dem Pferd meditieren und seine Tränke auffrischen. Nee, okay. Neue Tränke brauen ist wahrscheinlich im Galopp schwierig. Einfach weiterreiten. Einfach ignorieren, dass uns da gerade was von der Seite angebrüllt hat. Wird schon nichts Wichtiges gewesen sein. Dann komm. Mal sehen, ja. Ob der Hexer beim Höhleneingang irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Ich weiß nicht, ob ich mit Plötze hier rein sollte, aber ist schon gut. Nein, nicht schon wieder. Oder Würmer wahrscheinlich, oder? Hä? Hallo? Ist hier irgendwas? Ja. Autsch. Gemeinheit. Ach, jetzt bleib halt mal hier, Tausendfüßlerwurm. Wie lange sollen wir das denn jetzt noch machen hier? Außerdem ist das voll gemein, weil im Kampfmodus kann ich gar nicht da hoch. Riesenkäfer, ey. Ich will doch nur Bärenausrüstungsgegenstände, Schemata im Grunde. Mehr will ich gar nicht. Du hättest hier in Ruhe dein tausend Füßler leben. Tausend Leber, Füßel, was?
leben können, füßeln können, was? Und ich hätte einfach nur die Zettel geholt und wir wären beide glücklich gewesen. Win-win. Aber nee, du musstest ja versuchen, mich zu essen. Das ist einfach nicht nett. Ich glaube, wir sind hier irgendwie in einem Labyrinth voller nerviger Tausendfüßler gelandet. Juhu! Wartet mal, eventuell. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht versucht, oder? Ah, komm schon. Nein, hört auf. Ah! Ich hasse den. Ich wollte den gern mit meinem Axi-Zeichen betäuben, damit er nicht mehr verschwindet. Damit er an der Oberfläche bleibt. Aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Hallo? Ich hasse ihn so. Oh Gott, ich hasse ihn so. Das ist wirklich furchtbar. Der bringt mich hier gleich um mit meinem Axi-Scheiß. Okay, wartet mal. Neuer Plan. Könnte auch funktionieren, aber jetzt machen wir mal. Jetzt machen wir den erstmal kaputt. Oh, das wollte ich nicht. Schade. Ist er tot? Nee, ist er nicht. Das ist ein Trailgun. Hallo. Oh, endlich. Jetzt wollte ich nämlich mal nachschauen, was mein Hexerkodex mir eigentlich empfiehlt, wenn ich gegen die kämpfe. Vielleicht gibt es ja irgendeine Strategie, die die weniger nervig macht. Das dürfte wahrscheinlich ein Insektoid sein, oder? Nehme ich an. Aha, da haben wir es. Was? Aha, tatsächlich. Jürgen wird mir empfohlen. Da habe ich auch schon dran gedacht. Ne? Eine magische Falle ist das, oder? Genau. Ja, okay, gut. Beim nächsten versuche ich es. Vielleicht kann es sich dann nicht mehr einbuddeln oder irgendwie sowas. Aha, eine große Kammer. Das sieht verdächtig nach einem Bosskampf aus oder Arena-Kampf, aber vielleicht auch nach dem richtigen Weg. Andererseits laufe ich in genau die falsche Richtung irgendwie. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Ah, Peppa hätte mir auch den Tipp gegeben. Dankeschön, ich habe es jetzt erst gelesen. Okay, vielleicht muss ich hier noch nicht hin oder nicht in der Quest oder keine Ahnung. Auf jeden Fall versuche ich jetzt mal so ungefähr einfach dem Questmarker hinterher zu laufen. So Pi mal Daumen. Ach komm, Geralt, das schaffen wir, oder? Da kommen wir hoch. Danke. Ah, jetzt habe ich sogar gepunktelte Linien. Da bin ich wohl komplett in die falsche Richtung gelaufen. Von Anfang an. Hier ist mein Zielgebiet. Und da ist meine erste Anlaufstelle zumindest. Ich weiß nicht, ob hier schon die Schemata sind. Nee, eine Warnung. Achtung, Tausendfüßler. Achtung, in dieser Gegend sind Gebäude eingestürzt, weil ein Monster alles untergraben hat. Ich weiß noch nicht welches. Aha, das war der Witcher von der Hexer von der Bärenschule? Ja, genau, von der Bärenschule, glaube ich. Kommt mir nicht nach und entfernt meine Symbole nicht von den Wänden. Ich brauche sie für den Rückweg.
Das Symbol seiner Schule an der Wand hinterlassen. Clever. Ich sollte nach weiteren Symbolen suchen. Und jetzt muss ich in die Boss-Arena, in der ich vorher schon war. Ich verstehe. Ich war ein bisschen zu voreilig. Ja, ja. Ich hänge aber irgendwo an einem kleinen Steinchen fest oder so. Noch mehr. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Mal sehen, wo die hinführen. Halt, stopp. Ich glaube, jetzt gehe ich falsch. Das muss die Leiche des Bärenschulenhexers sein. Ach. Ach was. Das war die Quest jetzt. Gar kein großer Bosskampf am Ende des Tunnels. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hier rein. Weil ich habe echt erwartet, ich war mir ganz sicher, dass hier jetzt ein riesen Tausendfüßler erscheint. Der noch größer ist als alle Tausendfüßler zuvor. Aber nö. Naja, dann schauen wir mal. Schatzsuche Level 40. Ja, ich finde es ehrlich gesagt gerade gar nicht so spannend, mir die ganzen Schemata jetzt hier zu holen. Weil wir sie wahrscheinlich nicht mal benutzen werden, weil wir es auch gar nicht können, glaube ich. Weil ich die Vorstufen der einzelnen Hexer-Uniformen gar nicht habe. Aber irgendwie möchte ich es jetzt trotzdem machen. Ne, einfach so Completionist-mäßig. Alles unter Level 42 wird jetzt abgegrast und dann machen wir die Hauptquest weiter. Plätze! Ich glaube, du kommst hier nicht mehr raus, ne? Also nur mit deinen geheimen Teleportierfähigkeiten und da darf ich nicht in der Nähe sein, damit die funktionieren. Tada! Cool. So ein Plötze, also die Teleportationsfähigkeiten von Plötze hätte ich auch gern. Aber scheinbar kann Plötze das nur, wenn keiner hinguckt. Das ist das Blöde. Vielleicht, wenn Geralt unterm Reiten die Augen zumachen würde, wäre er plötzlich zack da, wo er sein will. Du müsstest mal versuchen. Na, vielleicht beim nächsten Mal. Ich meine, ich habe jetzt die Augen zugemacht. Geralt müsste sie zumachen. Und ein Hexer macht seine Augen nie zu. Außer beim Meditieren oder wenn er zwinkert. Ich schätze mal, Hexer müssen zwinkern. Aber andererseits schätze ich mal, wenn ich jemanden durch Mutationen zu einem ultimativen Krieger machen würde, würde ich als erstes dafür sorgen, dass er nicht mehr zwinkern muss. Weil dann gibt es keinen Moment mehr, in dem der Gegner angreifen kann. Wartet mal, bevor wir jetzt dahin gehen. Gehen wir dahin, ne? Welche Mission war denn das dann? Oder war das die, die ich jetzt gerade gemacht habe? Lager des Archäologen ist ganz woanders. War das da, wo... Aha, da können wir uns aber direkt hin teleportieren. Das ist gut. Und... Gefängnis wissen wir auch. Fort Usa, genau, das war das da oben, oder? Genau. Okay, Plötze. Wir haben einen langen Weg vor uns. Stimmt, ich hab's ganz vergessen. Die Bärenrüstung haben wir nur zufällig gefunden. Wir sind ja nur auf dem Weg zur Greifenrüstung über die Bärenrüstung zufällig gestolpert. Weiter so, Plätze. Ein weiter Weg. Über 1200 Schritte. Rüben, Gurken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viele. Natürlich simulieren sie nur. Aber was will man? Ja, und Schweine können fliegen. Vorsicht! Reh! Auf der Reitbahn.
Ah, hier haben wir jetzt einen neuen Schnellreisepunkt freigeschaltet. Das ist gut. Aber jetzt reiten wir trotzdem mal ein bisschen querfeldein durch die Weinreben hier. Düdüt. Jetzt springen wir über jede einzelne Rebe. Das geht sich leider nicht aus. So schnell kann plötzlich nicht hintereinander springen. Und langsamer werden wir da doch auch noch. Aber schön wäre es gewesen, oder plötzlich? Ich finde auch. Ja, wir reiten ja schon auf dem Weg, Mensch. Ist ja schon gut. Gibt's in der Welt von Witcher keine anderen Reittiere, die man zähmen könnte, mit denen man sich verbünden könnte, um zu einem dynamischen Duo zu werden? Ich meine, nichts gegen Plötze. Plötze ist super. Aber wenn man jetzt so einen Wyvern oder sowas, ne, so einen Drachen reiten könnte als Hexer, das wäre schon ziemlich cool und ziemlich effektiv. Dann hat man nämlich nicht nur einen Transportgefährten, sondern auch einen Kampfgefährten immer dabei. Und das wäre gut. Waren wir wirklich schon mal so nah an diesen beiden Bergen da? Kann mich nicht erinnern. Aber angeblich schon. Aber irgendwie reiten wir jetzt auch plötzlich in die falsche Richtung. Lauf, wir sind bestimmt Ertrunkene. Oh, Wildschweine. Moment mal. Ist da gerade ein Wildschwein? Das sind Wildschweine, die Rehe jagen. Was ist denn jetzt los? Die Witcher-Welt ist verrückt. Aber gut. Da mischen wir uns nicht ein. Wildschweine sind in der Welt verdammt gefährlich. Das muss das zerstörte Fort sein, das Lafargue erwähnt hat. Ich sollte mich umsehen. Mich auch total, Metatron. Bei den beiden Bergen, jetzt sieht man es nicht mehr so schön, weil beide der eine den anderen gerade überlappt. Aber die erinnern mich auch voll an den gespaltenen Breath of the Wild Berg. Da muss ich auch immer dran denken. Und in Assassin's Creed, weil du vorher drüber auch geredet hast oder das geschrieben hast, gibt es auch so einen gespaltenen Berg. Den es wahrscheinlich in Wirklichkeit gibt, ne? Irgendwo. Weil ansonsten, das ist komisch. Färbemittel, ja, die Hexerrüstungen könnten wir färben, aber ich hab halt keine. Da habe ich mich im Hauptspiel nie drum gekümmert. Und jetzt finde ich es eigentlich fast schade, aber ja, so ist das halt. Bericht des Hauptmanns, 3 Teile der Rüstung. Aber wo sind die anderen 3? Sind Wildschweine hier wie Hühner bei Zelda? Nee, die sind nicht ganz so gefährlich wie Hühner bei Zelda. Aber die sind wirklich einfach krasse Monster. Die sind total aggressiv und greifen Geralt sofort an, machen richtig viel Schaden und sind auch noch schnell. Die sind echt gefährlicher als so manches Super-Hexer-Monster, das man in der Welt trifft. Die sehen aber auch anders aus als unsere Wildschweine. Die haben total krasse, deformierte Stoßzähne, sind es wahrscheinlich bei Wildschweinen, oder? Hauer halt und sind riesig und bullig. Richtige Monster. Okay. Der Hexer, den ich einbestellt habe, ist am 12. September in USA eingetroffen. Er hat einen vorzüglichen Eindruck gemacht. Ich hatte einen kaltblütigen Mörder erwartet und fand mich nun jemanden gegenüber, den man leicht für einen ganz normalen Mann hätte halten können. Abgesehen höchstens von seinem umfangreichen Wissen über Monster, den beiden Schwertern auf seinem Rücken und dem Greifenkopfmedaillon auf seiner Brust. Jerome, so hieß er, stellte mir viele Fragen über die Kreaturen, die bei der Burg Montcrane gesehen worden waren. Aus meinen Antworten schloss er, dass das fragliche Monster ein Waldschrat sein musste. Bei unserer nächsten Konversation drückte der Hexer sein Erstaunen über die Höhe der Belohnung sowie über den Umstand aus, dass er bezahlt werden sollte, bevor er auch nur in Toussaint eintraf. Ich hätte Zuneigung zu ihm gefasst und wollte aufrichtig mit ihm sein. Trotz meines Schwurs enthüllte ich, dass die Bezahlung vollständig von einem gewissen Moreau stammte, einem Magier, der beschlossen hat, sich auf diese Art bei unserer Gemeinschaft für ein warmes Willkommen zu bedanken.
Als Cherume den Namen des Magiers hörte, wurde er bleich und bekam einen Wutanfall. Er schrie, und ich zitiere, diesem alten Bastard werde ich's geigen. Dann rannte er zu den Ställen, schwang sich auf sein Pferd und ritt davon. Dabei den Großteil seiner Habseligkeit zurücklassend. Er wurde auf der Straße nach Montcranet gesehen, verschwand dann aber einfach von der Bildfläche. Meister Moreau behauptet, den Hexer niemals gesehen zu haben. Hätte das Risiko nicht eingehen sollen. Was wohl bei muss wirklich scharf auf die Rüstung gewesen sein. Er hätte das Risiko nicht eingehen sollen. Wo müssen wir denn da jetzt hinreiten? 500 Meter in die Richtung, na dann los, Plötze. Ich bin gespannt, was Mokran ist und warum das so gefährlich ist. Schnellreisepfosten, sehr gut. Düt-düt. Vorsicht. Immer diese Hirsche hier. Überall wuseln die rum. Rammen mich, wollen mich von meinem Pferd rammen. Gemeingefährlich. Aber wir sind gerade direkt unmittelbar an einem Monsternest vorbeigeritten, gell? Seid ihr Diebe? Ja, keine Ahnung. Reiten wir einfach weiter, Plötze. Die sind nutzlos. Oder so. Oh, okay, irgendwas passiert. Eine Hansebasis. Du näherst dich der Operationsbasis einer Bande von Gesetzlosen, die als Hanse bekannt ist. Sei vorsichtig und bereite dich auf einen harten Kampf vor. Die Banditen sind gut organisiert und können auf einen Angriff benachbarter Banditenlager zur Hilfe rufen. Um das zu verhindern, musst du Banditen mit Fackeln töten. Ach so, ich soll die nicht mit Fackeln töten, sondern die Banditen mit Fackeln müssen getötet werden. Jetzt verstehe ich das. So. Naja, gut, keine Ahnung. Ich werde da einfach reingehen und alle umbringen. Das wäre jetzt mein Plan. Schauen wir mal, ob wir ganz brachial scheitern, weil die viel krasser sind, als ich dachte. Los geht's. Eine verlassene Burg mit dunkler Legende. Ideales Banditen. Au, Moment. Wartet mal. Zauberei! Schnell. Gut. Der ist mein Freund. Vorwärts! Schick dich, Rattenfratze. Eine Illusion. Was ist eine Illusion? Wo ist eine Illusion? Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Mundauen. Ja, ja. Von dem habe ich schon viel gehört, von dem Spiel Metatron. Das werde ich mir, glaube ich, tatsächlich mal anschauen. Das klingt wirklich sehr interessant. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich spiele wahnsinnig gern Horrorspiele, aber habe immer furchtbare Angst davor und will immer gar nicht anfangen und traue mich immer gar nicht. Aber wenn ich dann spiele, finde ich es eigentlich immer cool. Aber davor bin ich immer so, oh Gott, wirklich? Keine Ahnung, Hilfe. So, das Tagebuch von Moriaus. Ist das, der Hexer hieß anders, ne? Naja, schauen wir mal. 21. September. Moment mal. September? Ich dachte, die Monate im Witcher-Universum heißen irgendwie Shabanakington und Kaschbalaschbal und so ähnlich. Naja, 12. September 1121. Ich habe die Bestätigung erhalten, dass Cherome, das ist der Hexer, in Fort Usur eingetroffen ist und dort bleiben wird. Ich bin so aufgeregt, dass ich gar nicht weiterarbeiten kann. Doch ich muss ruhig bleiben, damit ich planen kann. 13. September 1121. Es ist recht überraschend, gleich nach Einbruch der Dunkelheit eingetroffen. Er hat sich sehr verändert, ganz hager und narbenbedeckt ist er.
Natürlich war er zornig, dass ich ihn unter Vorwänden hergebracht habe, aber welche Wahl blieb mir denn? Eines Tages ist er selber Vater und dann wird er mich verstehen. Ich öffnete in meinem Büro ein Portal und brachte Cherome in meinem Labor. Damit erschöpfte ich meinen Aktivierungskristall, aber zum Glück habe ich noch einen Ersatzstein. Ich habe den Knaben Zeit meines Nachdenkens... Zeit zum Nachdenken gegeben, da ich es vorziehen würde, wenn er freiwillig teilnimmt. Unterdessen werde ich den Apparat vorbereiten. Ich glaube, ich muss die alten Lederbänder am Tisch ersetzen. Hängt das mit der Quest zusammen, die wir schon gemacht haben, mit dem Kerl, der seinen Hexersohn heilen wollte? Das wäre ja auch wieder nett, wenn es da Zusammenhänge gäbe. Der Hexer ist also durch das Portal irgendwo hingeraten. Hä? Oh, was ist denn jetzt los? Wo kommen denn die plötzlich her? Meine Güte! Gleich eine ganze Armee! Hallo! So, einen Freund habe ich. Und jetzt müssen wir uns hier einfach Wirbelzwirbel Zauberwind durchschnetzeln. It's super effective. Oh mein Gott. So, mein Freund, jetzt bist leider du noch fällig. Das war gerade sehr cool. Der Wirbelzwirbel-Zauberwind ist einfach unglaublich mächtig. Es ist eigentlich lächerlich, wie krass der ist. Naja, gut, okay. Aha, ich glaube, hier ist der Energiekristall. Aber wo kommt der jetzt rein? Hier? Ach, hier kann ich wieder zumachen, dass ich ungestört bin. Auch nicht schlecht. Was will mir dieses Zeichen hier sagen? Irgendwie kann ich hier nicht interagieren, aber hier kann ich interagieren. Und jetzt das Portal öffnen. Mal sehen, wo es hinführt. Und wie, Geralt? Ach so, warte mal, da muss man doch immer irgendwie... Oder? Nee? Wartet mal, ganz kurz meditieren. Damit wir unsere Tränke auffrischen und so weiter. Ich habe keine Heiltränke und nichts mehr. Das wäre gut. Oh Gott, ey. Da haben wir uns ganz schön durchgewirbelt. Okay, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie ich hier öffnen kann. Geralt, sag mir, was ich tun soll. Bitte, ich weiß es nicht. Versorge den Aktivierungskristall. Ach so, mit Art. Hab ich das nicht gerade gemacht vorher? Ich glaube eigentlich schon. Ja, eigentlich hätte ich das gleich als erstes gemacht. Ja. Naja. Oh, das ist gleich mal eine Begrüßung hier, meine Güte. Okay. Endlich sehe ich was. Moro hat Jerome hier gefangen gehalten. Ich muss mich umsehen. Also anscheinend hängt das aber leider nicht mit der Quest zusammen, an die ich gedacht habe vorher. Wie viele Witcher wurden denn hier so immer gefangen genommen? Ah, hier haben wir wieder ein Schemata gefunden. Ein paar fehlen noch. Noch eins. Auf der Rückseite des Schemas hat Jerome etwas notiert.
Auf der Rückseite des Schemas ist etwas notiert. Notiz auf der Rückseite eines Schemas. Der Paralysezauber lässt nach, aber das Portal ist immer noch aktiv. Also sitze ich hier fest. Zu dumm, dass ich mein Zeug in Fort Ussa gelassen habe. Ohne meine Ausrüstung habe ich keine Chance. Vermutlich werde ich hier sterben. Ich habe mir die Schwerter genommen und alles, was ich als Waffe verwenden könnte. Selbst diesen Brief muss ich auf der Rückseite eines Schemas schreiben. Doch bevor ich sterbe, will ich dir eines sagen. Du bist wahnsinnig und warst es immer. Du bist ein kaltblütiger Mörder. Ich fühle schon lange nichts mehr für dich, außer Hass. Ich bin fertig mit dir und hoffe, dass du eines Tages für deine Verbrechen bezahlen musst. Gezeichnet Jérôme. Moreau hat sich schließlich damit abgefunden, dass sein Sohn ein Hexer war. Hängt das mit der anderen Quest zusammen? Ich bin mir nicht sicher. Aber möglicherweise. Ach! Warte mal. Ist das die... Nee. Hä? Ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Ich weiß nur, dass ich Monster höre. Ist er das? Nö. Das ist ein Höhlenforscher, dessen Tagebuch wir hier gefunden haben. Oh Gott, habt ihr mich erschreckt. Seid ihr bescheuert? Oh mein Gott, und dann machen die auch noch so viel Schaden. Was ist denn jetzt los? Um Himmels Willen. Geralt, können wir einfach weglaufen, bitte? Oh mein Gott. Die machen hier einen auf Hulk und stampfen mich hier weg. Lauf! Lauf einfach weg. Für den Auftrag hat uns niemand bezahlt, Geralt. Weg mit uns. Oh Gott, oh Gott. Wo kamen denn die plötzlich her? Die sind uns auf den Kopf vom Himmel gefallen. Oder so ähnlich. So, dann waren es nur noch zwei. Moment mal. Drei. Wolfschule, Katzenschule, Manticore-Schule, die gibt's ja auch noch. Ah, okay. Wohin jetzt? Wir gehen jetzt... Ah ja, gut, wir brauchen nur einen Schnellreisepfosten. Nur ist gut. Hier ist ein kleines Dorf. Versuchen wir es mal mit, ne? Versuchen wir mal unser Glück eventuell... Ist da ein Schnellreisepunkt? Dass da ein Fragezeichen ist, beunruhigt mich. Wahrscheinlich ist es ein verlassenes Dorf, ein von Monstern überranntes Dorf. Das heißt aber nicht, dass es da nicht vielleicht einen Schnellreisepunkt geben könnte. Fällt mir gerade so ein. Meine Herren, ich bin das Leben! Ich bin der Tod! Umzingelt ihn! Jetzt verhängt er! Das Leben ist schön! Der Tod noch viel schöner! Ist mir schleierhaft, warum so viele Leute Selbstmord begehen, indem sie einen bewaffneten Hexer angreifen. Stimmt mit meinem Gesicht was nicht? Finde ich lustig, dass er das anspricht. Weil es ist... Wirklich ein bisschen albern. In dem Fall bin ich jetzt gerade zufällig durchgeritten und habe die umgeritten, okay. Aber dass irgendwie zwei, drei Banditen ihn losgehen, ne? Ich meine, come on. Seid ihr bescheuert? Halbnackte Kerle mit Knüppel. Heya! Aber schön, dass das Spiel das wenigstens weiß. Videospiellogik, Geralt, denkt dir nix. So ist das. Sieht nicht sehr verlassen aus hier. Sieht nicht nach Monsterfestung aus. Sieht sehr bewohnt aus sogar. Aha, ist aber doch eine Monsterfestung. Ein Werwolf? What? Einfach so?
einfach so ein Werwolf. Am helllichten Tag, mitten in so einer Stadt hier. Ich meine, wo Vampire, ne, in der Hauptstory vorkommen, da dürfen Werwölfe nicht weit sein. Ich verstehe schon. Wahrscheinlich gibt es am Schluss eine Love Story zwischen dem, den ich jage, und dem, den ich gerade getötet habe. Ha, wird dann eine tragische Love Story, befürchte ich. So, Plötze hat sich schon gemütlich gemacht. Gerne geschehen, aber Räumungsbefehl. Läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Danke für die Info an Hubert und Giselle Dürret. Das hatte der Werwolf dabei. Ungewöhnlich. Durch den vor kurzem erfolgten Kauf des Basanehofs informiert dich Gräfin Tipone Bodedesgor hier mit Herrn und Frau Hubert und Giselle Dürret, die derzeit besagten Hof bewohnen, so, dass sie verpflichtet sind, das Gelände innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt dieser Nachricht zu räumen. Sollte dies nicht geschehen, wird die Angelegenheit an die entsprechenden Vollzugsbehörden weitergeleitet. Dies ist eine rechtlich bindende Nachricht und wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung des Basanehofs ausgestellt, vom Gemeinderat Buclair angefertigt, mit freundlichen Grüßen und so weiter und so fort. Das erklärt mir immer noch nicht den Werwolf, der hier unterwegs war. Aber vielleicht war einfach einer der genannten Personen auf dem Brief ein Werwolf und hat sich gedacht, den zeige ich's. Hat das was mit der Quest zu tun, dass irgendwie die Frau den einen Hof bekommen hat, weil ich ihr geholfen habe? Und deswegen hat die den kaufen können oder so? Keine Ahnung. Die Namen hier. Alles so französisch. Ich hatte nur ein halbes Jahr französisch. Dann habe ich das abgelegt. Und das war vor langer, langer Zeit. Und ich weiß absolut nichts mehr. Allemagne. Fromage. Ich habe eine Tochter, weißt du? Ende. Bei den Glöcknerinnen kriegst du sicher einen satten Rabatt. Da ist ein Schnellreisepfosten. Ich wollte gerade sagen, aber kein Schnellreisepfosten. Schade, Pade, Made. Aber stimmt gar nicht. Mein Instinkt hat mich nicht getrübt. Oder so, was? So. Schauen wir mal. Ich meine, ich habe ja schon einige Werwölfe in der Welt getroffen und wenn die nicht gerade mit irgendeinem krassen Fluch belegt waren, konnten die sich, glaube ich, relativ nach freien Willen verwandeln oder auch nicht. Deswegen hätte mich interessiert, ob man das auch anders hätte lösen können. Ihr Lager aufgeschlagen. Ich sollte mich umsehen. Ob es vielleicht sogar einen friedlichen Weg gegeben hätte, ob das Teil von der Quest war, über die ich zufällig gestolpert bin jetzt. Wir werden es nie erfahren, aber das macht The Witcher eben auch unter anderem so gut und so schön, dass genau das eben sein kann. Wir werden es einfach nie erfahren, was eventuell sich hier hätte entfalten können an Story. Vielleicht nix, aber vielleicht ganz viel. Es ist alles möglich in dem Spiel. Tja, Isabelle durch Amtstagebuch. Logbuch der archäologischen Expedition unter Leitung von Isabelle durch Amp. Unsere Ausgrabung ist von der Akademie von Ochsenfurt abgezeichnet. Ziel ist es, die uralte Elfenruine von Murain zu untersuchen und dann mit Hilfe des lila Rubins von Aedgynweil einen Zugang zu den darunter befindlichen Katakomben zu finden. Wir sind in Toussaint eingetroffen. 26. März. Wir sind in Toussaint eingetroffen, einem der zahlreichen unbedeutenden Reiche im Nilfgaardischen Imperium. Das ist endlich mal eine Information, die ich schon echt lange mal gehabt haben wollen würde. Das heißt, Toussaint ist schon ein eigenständiges Reich, mehr oder weniger, aber unter nilfgaardischer, gerade wusste ich das Wort noch. Turmherrschaft, wollte ich nicht sagen. Naja. Na, integriert ins Nilfgaardische Imperium, ich verstehe. Wie nennt man denn das? Turmherrschaft stimmt nicht.
Schirmherrschaft, das wollte ich sagen. Okay. Unsere Reise verlief ohne Zwischenfäh. Und dann passiert was. 27. März. Meister Tuensail, ein ansässiger Elf, rief uns davon ab, die Ruinen zu betreten. Wir haben als Vorsichtsmaßnahme einen Hexer angeheuert. 12. April. Wir haben unser Lager aufgeschlagen und erste Erkundungen vorgenommen. 16. April. Unleserlicher Abschnitt. Punkt, Punkt, Punkt. Und die Streitereien gehen weiter. Der Hexer rät uns, die Expedition abzubrechen. Und es hat schon wieder irgendwer mit diesem Mädchen von einem alten Fluch mit diesem Märchen von einem alten Fluch angefangen. Unleserlicher Abschnitt. 20. April. Der Eingang zu den Katakomben wird tatsächlich von einer Barriere versperrt. Wir müssen auf die Rückkehr des Hexers warten. Er sollte den roten Rubin verwenden, unleserlicher Abschnitt. Sie hätten wissen sollen, dass die Passagen da drin nicht umsonst blockiert waren. Gut, dass sie nicht versucht haben, ohne einen Hexer da reinzugehen. Das Spiel ist nicht auf solche Gelände ausgelegt. Geralt, sollen wir nicht da reingehen? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Aber den Ort der Macht haben wir doch schon abgegrast, ne? Geralt, kannst du dich erinnern? Hä? Ich bin mir sehr sicher, dass wir hier schon waren und das schon gemacht haben. Sehr sicher. Ich könnte sogar schwören. Haben wir jetzt noch einen Aktionspunkt geschenkt bekommen, zusätzlich zu dem, den wir hier schon hatten? Habe ich irgendwie neu laden müssen und deswegen nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir jetzt irgendwas lernen, glaube ich, oder? Nein, wir haben nur einen... Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dachte, wir hätten sowieso schon mindestens einen gehabt. Naja. Ich verstehe sowieso das ganze System hier nicht so ganz hundertprozentig mit diesen Extramutagenen und so weiter. Insofern. Aber ich finde, das ganze Charakterentwicklungskonzept von Witcher 3 geht für mich zumindest leider nicht auf. Hat mir noch nie gefallen. Werde ich auch nicht mehr warm damit. Und deswegen beschäftige ich mich damit halt auch leider so gut wie gar nicht. Weil es mich nicht interessiert. Ach. Eine magische Barriere. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Eine magische Barriere, das gefällt Geralt ganz und gar nicht. Okay. Was suchen wir eigentlich? Den Schlüssel. Der liegt wahrscheinlich hier. Lila Rubin. Und ein Brief oder irgendwas. Georg Herberts Brief. Liebe Hedwiga. Du hattest ja so recht, mir von dieser Reise abzuraten. Wie ist der Dekan der Archäologie nur darauf verfallen, die Führung dieser Viertelelfen anzuvertrauen? Aha. Wer hat den lila Rubin von Aed Gynwal gefunden? Sie oder ich? Er war anscheinend eifersüchtig. Der wollte anscheinend die Expedition führen. Egal, gehen wir rein. Ich will jetzt nicht mehr so viel lesen dauernd. Jetzt ist Schluss mit Lesen. Ich will welche kaputt hauen. Nix lesen. Endlich sehe ich was. So, schon besser. Spiele ich hier ein Videospiel oder lese ich hier was auf meinem Kindle? Mensch, ohne Scheiß. Nee, Quatsch. Ich finde das eigentlich sogar schön, wenn Spiele sich Mühe geben, zur Stimmung beizutragen mit interaktiven Möglichkeiten aller Art. Nur manchmal habe ich einfach keinen Bock, Sachen durchzulesen. Verdammt, bist du hässlich. Jürgen! Jürgen, rette uns! Schnell! So!
Verdammt, Jürgen hat nicht gewirkt. Oder doch? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jürgen irgendwas macht. Ah, jetzt irgendwie schon. Nur leider steht der Wurm verkehrt rum und ich kann ihm nichts tun. Okay, wir brauchen noch einen Jürgen. Ah, 1000 Flügler. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Du bist aber auch ein nerviger Arsch. Jetzt aber, Geralt, schnell hin. Ja, na also. So sind die schon viel leichter zu bekämpfen. Durch die Macht von Jürgen. Das ist gut. Achso, Quatsch, ich habe immer noch Jürgen. Aber jetzt brauche ich Art. Hä? Hallo? Kann ich jetzt vielleicht bitte mal mein Symbol wechseln? So. Au, 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 au! Mann, ey! Da kommt man in den Raum und wird sofort weggekombot von denen. Was ist denn jetzt los? Alter. Okay. Interessant. Hier ist ganz schön viel Geister-Action auf jeden Fall. Ich find's komisch, dass die Hunde, die ja hier in dem DLC erst als neue Gegner eingeführt wurden, die Geisterhunde, hier so alltäglich sind und überall da sind, wo auch andere geisterhafte Wesen sind. Aber im Norden, in Novigrad und so, fehlt von denen jede Spur. Wer weiß, sind halt vielleicht hier heimisch. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Geisterwesen. Grabinschrift. König Dvethaf. Hier ruht unser Vater. Er starb, damit andere leben können. Haben die ihn gegessen oder inwiefern? Oh, oh, wir sind überladen. Es wird Zeit, unsere ganzen metallischen, weißen, uncoolen Müllwaffen, die ich immer so von irgendwelchen Banditen aufhebe, einfach mal wegzuwerfen. Oh, Entschuldigung, Katze unter mir. Ja, ist schon gut, nichts passiert. Das ist unter meinem Stuhl, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ja, Kuschelkater, ist schon gut, du kannst dich wieder hinlegen. Okay, genug weggeworfen, würde ich sagen. Ah, warte mal, im Nachbarraum sind Hinweise, habe ich gerade auf der Minimap gesehen. Aber wie komme ich da rein? Mit dem alten Elfenschlüssel. Welcher Kater? Der Gannon ist da unten. Und schmust sich gerade um meine Beine. Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Die Leichen reichen, Leichen, Zeichen weichen. Oder so ähnlich. So, hier haben wir gegen Wurmli gekämpft. Dann haben wir uns hier reingebombt. Hier wurden wir von 1 Milliarde Geistern attackiert. Und hier... Ein Hexer. Ein Hexer. Er hat die Decke über seinen Gegnern einstürzen lassen. Ihn hat sie auch erwischt. Aha. 3 haben wir schon mal. Fehlen noch 3. Aber die sind, glaube ich, gegenüber gewesen, oder?
Zumindest war da was. Das habe ich vorher total übersehen. Der Beutel sieht aus, als gehöre er einem Hexer. Ah! Tatsächlich! Na, dann hätten wir das auch. Na komm, machen wir die anderen beiden auch noch. Dann haben wir alle. Da wird sich der Schmied freuen. Das ist schon eine ganz schön irre Questreihe. Ich meine, gut, theoretisch, ne? Ich mache ja jetzt alle hier so ein bisschen Completionist-mäßig. Theoretisch, wenn man sich jetzt beispielsweise voll auf die Bärenrüstung oder so spezialisiert hat, macht man wahrscheinlich nur die Quest und fertig. Aber nicht mit mir. So, wo, wie, warum, wer? Was ist denn das für ein... Seht ihr, bin verwirrt. Da oben, dieser grüne Pfeil, der gerade auf das Q von Quest zeigt, seht ihr den? Der führt aus der Map raus. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Na gut, ignorieren wir den einfach mal. Da müssen wir hin. Zum Glück gar nicht so weit von der Kukot-Höhle oder so entfernt. Das können wir relativ schnell hinreisen. Hey, Neuromancer. Nein, No More Heroes 3 kommt im August, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, erst. Das hätte ja schon letztes Jahr erscheinen sollen, aber wurde eben nochmal verschoben. Aber jetzt hat es, glaube ich, Anfang August den offiziellen permanenten Termin bekommen. Der Stream heute... Ende, 27. August. Okay, danke, Metatron. Der Stream geht jetzt noch bis 9. Noch eine Stunde und ein paar zerquetschte. Geralt, wir brauchen die Fackel eigentlich nicht mehr, aber... Wir haben ja heute schon gelernt, dass Geralt gerne irgendwie im Wald rumzündelt. Der Waldbrandexperte. Warum nicht? Geralt, einfach laufen. Einfach wegteleportieren. Nein? Na gut. Dann hauen wir halt die Hundegeister. Die sind ehrlich gesagt relativ ungefährlich. Die haben so viele wirklich, wirklich krasse neue Gegner hier in dem Gebiet eingeführt. Aber die sind wirklich komplett, also komplett schlecht oder ungefährlich. Ich habe gar nichts dagegen, aber es wundert mich, weil andere in den gleichen Gebieten teilweise super gefährlich sind. Naja. Jetzt hatte die Fackel immer noch. Irgendwas stimmt nicht mit Geralt. Ah, jetzt hat er die Fackel weggepfiffen. Beim Pfeifen hat er sich wahrscheinlich den Mund verbrannt und hat gemerkt, ich habe die Fackel immer noch in der Hand. So war es wahrscheinlich. Jetzt hat er zwar das Schwert, das er nicht mehr wegsteckt. So, jetzt haben wir alles wieder weggesteckt. Jetzt ist alles wieder gut, Geralt. Ruhig, Geralt, ruhig. Plötze macht das schon. Er ist halt nicht mehr der Jüngste, ne? Er hat schon seine paar hundert Jahre auf dem Buckel. Der Geralt. Oder seine 100 irgendwas Jahre, ich bin mir nicht sicher. Die Kampfmusiksängerin wird sich auch wundern. Alle zwei Minuten kommt wieder ein Wildschwein und sie schreit wieder ins Mikrofon. Sehen, ob ich etwas finde, das Merten hier zurückgelassen hat. Dann ist doch wieder nix. Okay. Schauen wir mal, was Merten hier zurückgelassen hat. Aha, was haben wir denn hier? Abgeschlossen? Na toll. Erinnerung eines Bibliothekars oder so ähnlich. Hey, Fallen Crusader, hallo. Schauen wir mal. Erinnerung des Bibliothekars. Ich habe gestohlen und unterschlagen. Das gebe ich zu und schäme mich meiner Taten. Aber ich hab... Moment mal, was ist denn das da? Naja, egal. Weil das ein Ausrufezeichen hat. Aber gut. Fallen Crusader, danke schön für die Bits. Yippie, da wird das Bitglas endlich wieder schön aufgefüllt.
Aber guck mal, irgendwas ist mit der Physik im Pitglas anders, ne? Das wurde irgendwann mal geändert. Die unteren Teile bewegen sich gar nicht. Die sind wie Stein. Früher war das nicht so, oder? Oder bilde ich es mir ein? Ich dachte, früher war das ein bisschen interaktiver. Naja, ich weiß es nicht. Wo sind wir stehen geblieben? Aber was hätte ich machen sollen? Mein Gehalt als Schreiber war so lächerlich, dass ich mir ständig Geld von meiner Mutter leihen musste. Ich war ein Dieb, aber ich habe auch viel Gutes für die Palastbibliothek getan. Wer hat für den Import von Foliant wie das Leben der Propheten der Hamorimelbaba, Humbelbumbelkunst für Jungfrauen und so viel weiteres gesorgt? Mir hat die Palastbibliothek zu danken für was man wissen muss, um glücklich und zufrieden zu leben, und andere rare Bände wie Speculum Arium und De Lavis Sainci et Figuris Cinimitis. Diebstahl und Veruntreuung sind unbedeutend. Der wahre Wert eines Mannes zeigt sich in seinem Umgang mit Büchern. Na dann. Die Ein-Bit-Teile sind einfach zu leicht. Ja, das kann schon sein, um die Abonnentenblöcke unten zu bewegen. Das kann schon sein, dass es auch einfach daran liegt. Da bin ich mir nicht sicher. Aber beim letzten Mal habe ich es mir schon gedacht, da ist irgendwas Schweres reingefallen. Ja, ja, danke, Fallen Crusader. Jetzt ziehen wir es mit dem 100-Bit-Block. Und der fällt aber ruckelig und langsam. Puh, ja, okay. Der hat alles ganz schön aufgewirbelt. Dankeschön. Danke für die Bits und für das Experiment. Hä? Rotkäppchen? What the... Ich wollte eigentlich Jürgen machen. Ein Alp. Meine Güte, die ist schnell und nervig. Vielleicht kann ich sie mit Axi ruhig stellen. Meine Güte! Geralt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen hier. It's not very effective. Okay, warte mal. Das können wir auch, Geralt. Wirbel, Zwirbel, Zauberwind. Hör nicht auf. Wirbel immer weiter. Immer weiter wirbeln, in den Sonnenuntergang. Wie der Wind, Geralt, wie der Wind. Der Wind wirbelt viel besser als du, Geralt. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Autsch. Ich glaube, wir haben sie getötet. Meine Güte, Alp, was ist denn? Hallöchen, Popöchen. Ich glaube, ich muss mal kurz meditieren. Wir haben schon wieder alle unsere Heiltränke weggetrunken. Huiuiuiuiuiui. Oh Gott, was ist jetzt los? Das ist ja eine Begrüßung. Oh Gott. Halb Orbitanium, wie geht's? Mann ey, nicht mal kurz... 24 Stunden meditieren kann man auf einer Alpleiche, ohne dass ihm gleich irgendwelche Geisterhunde anspringen. Was jetzt, du Stück Dreck? Zum Glück, hey, die machen irgendwie nicht mal Schaden. Ich weiß wirklich nicht, die sind ein bisschen unterpowered, habe ich das Gefühl. Die machen ja gar nichts. Komisch, komisch, komisch. Was interessant, dass deine erste Reaktion auf das Mädchen mit der Kapuze ist, das arme Ding anzugreifen, bevor es irgendwas macht. Da ist ein Lebensbalken und ein Name über dem Wesen erschienen. Deswegen wusste ich, dass es ein Gegner ist und habe angefangen draufzuhauen.
friedliche NPCs haben das nicht. Ja, aber den Schlüssel haben wir jetzt immer noch nicht gefunden. Das ist schon gemein. Hey, danke fürs Abonnieren. Ah, aber wartet mal, das gehört zwar gar nicht zu dieser Quest, aber hier ist ein Schatz, glaube ich, oder? Ein Monsterschatz. Wahrscheinlich hat den auch der Alp bewacht. Ach nee, da ist ein alter Schlüssel, der könnte tatsächlich zu unserer Quest gehören. Finde ich dann irgendwie crazy, dass das überhaupt nicht in unserem Questgebiet ist, aber gut. Dann, genau. Aber die Schemata, die wir suchen, von der Manticore-Schule waren da nicht drin. Hey, voll Crusader, danke fürs Abo verschenken. Nett, nice, dankeschön. So, aufgrund der Neuorganisation und Reform des irgendwas Gefängnis, Gefängnisdirektion, bla bla bla, keine Ahnung. Untersuche die Ruinen. Moment, hatte dann der Zettel jetzt... Schwierig. Oh, Metatron, danke fürs Abos Rundumschlag verschenken. Jetzt kommen die dicken Abo-Bomben. Mensch, ja, okay, ich verstehe. In dem Spendenglas, das könnt ihr jetzt auf YouTube nicht sehen. Bei der Aufzeichnung auf YouTube. Aber ich habe hier, wenn ich live bin, immer so ein Spendenglas. Da fallen Bit rein und Geldspenden und Abos und alles. Und die... das hat eine schöne Physik, das Glas. Und die Abos sind echt super schwer. Die sprengen die Pizza aus dem Glas wie sonst noch was, wenn die von oben reinfallen. Schön. Abo-Boxplosion. Und Fall Crusader füllt wieder auf. Dankeschön dafür nochmals. Wieder 50 einzelne Bitherzchen oben auf die ganzen Abo-Brocken drauf. Danke, Leute. Voll cool von euch. Freut mich sehr. Was mich aber nicht freut, ist, dass ich keine Ahnung habe, wo wir gerade eigentlich hin müssen, Mensch. Wartet mal, da war irgendwas. Ein Brett, eine Notiz. Ich sollte die vielleicht jetzt doch lieber mal lesen, ne? Ich hätte vielleicht auch schon das Tagebuch lieber lesen sollen. Moment, wo haben wir denn das her? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr auf. Notiz eines zum Tode verurteilen. Die Sonne geht auf. Ich werde ihr Licht nutzen, um diesen Brief zu schreiben, bevor sie mich zum Galgen bringen. Ich weiß nicht, wer ihn lesend wird. Ich bin gerade abgelenkt, weil Alexa mich ans Blumengießen erinnert. Ob ihn überhaupt jemand lesen wird. Vielleicht schreibe ich nur mir selbst, um mein Herz von meiner Exekution zu reinigen. Ja, ich habe ihn umgebracht. Bis jetzt habe ich gelogen, um der Strafe zu entgehen. Noch immer meine ich, dass er den Tod verdient hat für das, was er mir angetan hat. Habe ich falsch gehandelt? Vielleicht, doch er war ganz sicher ein schlechter Mensch, der den Tod verdiente. Sollen die Götter das letzte Urteil treffen und die Strafen verhängen über ihn und über mich? Die Wache kommt, mögen die Götter über meine Seele wachen. Ich finde das ein bisschen unglaubwürdig, dass ich hier so einen gut leserlichen Zettel finde in einer Gefängnisruine, die so aussieht. Ich meine, wie alt, wann, seit wann, wie, na? Ihr wisst, was ich meine. Wie lange liegt der Zettel da schon im Dreck? So, Spiel. Jetzt... Aha! Was haben wir denn da? Ein Turm. Aber wie kommen wir da hoch? Ich wollte mich gerade beim Spiel beschweren, dass mir das jetzt mal einen Hinweis geben soll oder so. Was haben wir denn hier? Ein geheimer Knopf? Ein Schema der Manticore-Rüstung, das Manticore-Schwert und das Tagebuch eines Gefangenen schon wieder. Vielleicht kriegen wir da noch einen Hinweis, wo die restlichen Teile sind, weil irgendwie hatte der Gefangene hier scheinbar ein Teil des Manticore-Schwerts oder so. 30. Birke. Hey, mich würden mal interessieren, wie die Monate heißen, weil irgendwie hatten wir schon den Monat September und den Monat März, aber jetzt haben wir hier wieder den Monat Birke und den wahrscheinlich besten Monat Lamas.
Blate haben wir schon öfter gelesen. An den kann ich mich erinnern. Naja, 30. Birke, 1201. Mein Mitgefangener Merten, der so viele Monate lang durchgehalten, sich über meinen Glauben an Majoran mokiert und die Freuden des lästerlichen Lebens gepriesen hat, ist heute vollständig zusammengebrochen. Er gestand, dass er seine gottgegebene Zeit mit fleischlichen Lüsten verbracht hat, die ihn zu nichts als Schande in Ketten geführt haben. Ich versuche, ihn aufzurichten, um ihm zu sagen, dass es noch einen Pfad gebe, dass er seine alten Gewohnheiten abschütteln und sein Leben Majoran und dessen Lehren widmen könne. Meine Worte stießen fürs Erste auf taube Ohren, aber eines Tages, so glaube ich, wird er umkehren und auf die Wahrheit hören. Unleserlicher Eintrag. 17 Lamas. Unfassbar! Ich habe 17 Lamas hier im Gefängnis gesehen. Und es ist außerdem super angenehm, wie ich jetzt mit Merten reden kann. Kaum zu glauben, dass wir einander früher nicht ertragen konnten. Der Mann ist transformiert durch die Macht der 17 Lamas. Amen. So, 43. Blate. Es ist vorüber. Merte hat seine Strafe abgesessen und diese verfluchten Kerkermauern verlassen. Die Lehren, die ich im Laufe der Monate an ihn weitergeben, mich bemühte, haben offenkundig Wurzeln geschlagen. Merte hat geschworen, auf eine Pilgerreise zu gehen. Ach so, ich dachte, der ist tot. Aus irgendeinem Grund dachte ich, der wurde hingerichtet. Das meinte er damit, aber der ist wirklich raus anscheinend. Oder so. Die ihm helfen soll, sein altes Leben hinter sich zu lassen und sein neues zu finden. Er wird zuerst die Höhle aufsuchen, in der Majoran erleuchtet wurde. In deren Wänden er 4 seiner großen Wahrheiten gemeißelt hat. Ich hoffe, die Aura dieses Ortes hilft Merten wie so vielen vor ihm, Läuterung und Stärke für seine Pilgerreise zu erlangen. Heißt das, ich muss jetzt in die Majoran-Höhle? Den Tagebuchaufzeichnungen nach ist Merten vom Gefängnis aus direkt zur legendären Höhle gezogen. In der soll auch Majoran einst gehaust haben. Dahin gehe ich jetzt. Gut, Geralt. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Geralt hat ganz klar gerade das Kommando übernommen. Ich habe gar keine Wahl. Er hat nicht gesagt, das sollte ich vielleicht mal hinschauen oder irgendwie sowas. Er hat gesagt, dahin gehe ich jetzt. Punkt. Keine Diskussion. Ja, ist schon gut, Geralt. Wir gehen da jetzt eh hin. Sobald wir irgendwie auf Plötze reiten können. Ach Mann, ey. Wir haben Plötze echt nicht gut gepackt. Yes! Gut. Puh, aber wartet mal, wir müssen zum nächsten Schnellreiseposten, weil sonst wird das ein langer Weg. Gehen wir da lang. Na, Markierung setzen, bitte? Hallo? Wegmarkierung? Jetzt, okay. Langsam. Nee, nicht langsam, schnell. Hui. Da unten fliegt schon wieder irgendein Drache, irgendein Wyvern durch die Gegend. Was ist denn hier los eigentlich? Kein Wunder, dass hier jeder Zweite irgendwie ein Ritter ist, der Monster bekämpfen will, weil es ist... Na gut, ich meine, das ist in Novigrad nicht anders gewesen. Das ist nirgends anscheinend anders in der Witcher-Welt. Ist ja immer noch ein Videospiel. Natürlich ist ja alles voller Monster. Ich möchte nicht in der Videospielwelt leben. Na gut, ich meine, es kommt drauf an, so... Animal Crossing... In Animal Crossing, in der Welt, da könnte man gut leben, glaube ich. Aber ansonsten sind so Videospielwelten meistens nicht besonders lebensfreundlich. Die NPC-Schreie, wenn man sie anrempelt, sind immer noch das Beste im ganzen Spiel. Kann man mir erzählen, was man will. Oh, so ein Pech. Wenn jemand sagt, hey, hast du Witcher 3 gespielt? Das ist ein gutes Spiel. Dann sage ich, ja, ich weiß, die NPC-Schreie, wenn man sie anrempelt, ne? Genial.
Ich will ja nicht aufdringlich sein. Hast du nicht das Tor geworden? Du-dum. Oh. Die Straßen hier sind einfach nicht für Pferde gemacht. Moment mal, ich bin überhaupt voll in die falsche Richtung geritten, ne? Ich bin wieder der Hauptquest nachgeritten, statt der Markierung, die ich mir gesetzt habe. Aber wir sind trotzdem zu einem Schnellreisepunkt gekommen. Ist ja egal welcher. Ich würde im Fallout 76 leben wollen, da hat Sterben keine Konsequenzen. Ja gut, so gesehen, ne, wenn man die Spielmechaniken und die Spielregeln mit übertragen kann, dann ist das wieder was anderes. Aber wer sagt denn, Desert Dragon, dass du ein Protagonist bist? Vielleicht bist du nur ein NPC, der zufällig spawnt und dann erschossen wird und dann nie wieder existiert. Also nicht der gleiche, nur eine Kopie von dir. Dann ist es nicht mehr so cool. Das ist ja immer das... In jedem Videospiel. Man darf ja nicht davon ausgehen, dass man der Held ist. Sondern einfach nur wirklich jemand, der halt lebt. In der Welt. Ein random Dude. Plötze? Ist das okay, dass ich dich mitgenommen habe? Soll das so sein? Das kommt mir gerade sehr komisch vor. Auf jedem ein Gebet. Vielleicht hat auch Merten eins hinterlassen. Ich bin noch nie mit Plötze... in so eine Höhle reingeritten, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste, dass das überhaupt geht. Verrückt. Naja, schauen wir uns mal die Wand an die Schriften an. Ich würde gerne in der Metal Gear Solid-Welt leben. Aber nur, wenn ich als Dialysepatient die gleiche Möglichkeiten wie Raiden habe. Ah, ja gut, okay. Genieß alles in reichem Maße, Speis und Trank und Fleischeslust. Das klingt nicht nach Märten, oder? Übertreibst du es? Ach so doch. Sollst du an anderen Tagen erwachen mit schmerzendem Kopfe, eiligen Bauch, welken Gliedern? Ja. Danke, Captain Obvious. Sind das die Weisheiten von Majoran? Wenn du viel säufst, hast du am nächsten Tag einen Kater, stand da an der Wand. Wow, ich bin erleuchtet. Der einzig wahre Gott offensichtlich. Füge deinem Nächsten nicht zu, was du nicht wünschst, dass man dir zufügt, es sei denn, der Nachbar hat dir übel mitgespielt und verdient deine Rache. Okay, verstehe. Das sind Scherzbotschaften von deren Messias da. Bitte segne Mama mit guter Gesundheit, großer Majoran, damit es ihr gut geht und sie sich mehr so und nicht mehr so schrecklich beschissen gelaunt ist. Oh, großer Majoran, mach meine Felder fett, meine Ernte reich, bewahre sie vor Flut und Dürre, aber nur meine Felder, ja? Mein Nachbar hat schon genug Glück gehabt. Du sollst stets die Wahrheit sprechen, es sei denn, der Wahrheit ist damit nicht gedient, weshalb du lügen sollst. Das ist... Muss schon sagen, der Majoran hat's drauf. lass mich schön schlank, verlockend und ewig jung sein und Marias fetter Schlampenhintern soll von Läusen gefressen werden. Ja, ich meine, so hat es der Majoran gelehrt offensichtlich, wenn wir uns das zweite Gebot vorher genauer anschauen. Verschmiert. Hab schon Militele angefleht. War bei den Druiden. Nichts. Vielleicht wirst du, großer Majoran, mein Gebet. Was? Vielleicht wirst du mein Gebet. Okay. Vielleicht würde das. Wer weiß. Hä? Ich möchte bitte alt, hässlich und fett sein. Ich bin diese ständigen hübschen Leute leid, die sich einfach tödlich langweilen. Ich dagegen möchte interessant sein. Na gut. Ah, das ist das, das wir suchen. Oh, der hat aber ein ausführlicheres Gebet als die anderen geschrieben. Mach's gut, Volk Crusader. Tschüss. So. Siebter Fein. Oder sowas.
Segne mich mit Stärke, auf dass ich niemals zaudere. Segne mich mit Gewissheit, auf dass ich niemals zweifle. Segle mich mit einem Segelboot, damit ich auf dass ich das Alte hinter mir lasse und das Neue begrüße. Ich, Merten, Hexer der Manticore-Schule. Da haben wir's. Beginne heute meine Pilgerreise in der Höhle, in der Majoran einst 23 Tage und Nächte fastete und meditierte. Ich schwöre, für meine Sünden zu büßen, den Pfad der Erlösung zu beschreiten und mich von allem zu befreien, was mich noch an mein altes Leben bindet. Auf dass ich stolz über den Jüngeren des Höchsten stehe. Was? Und mich einen neuen Mann nennen kann. Und so weiter. Also, Merten hat ein Gebet auf der Rückseite des Schemas notiert. Offenbar ist er aus dem Gefängnis hergekommen und dann zum Tempel weitergezogen. Jetzt will ich aber das vierte Gebot von Majoran noch lesen. Wahrlich, ich sage euch, gebt den Armen Almosen. Doch schenkt dem Bettler nicht gleich eine ganze Wassermelone, sondern nur eine halbe, auf dass er vor Freude keinen Schlaganfall erleidet. Okay. So, Plötze, kommen wir jetzt hier auch wieder raus? Aus diesem seltsamen, pferdefreundlichen Tempel? Oder war das irgendwie ein Glitch, dass du da oben durch die Tür springen konntest? Nein, ohne Probleme, na dann. Vorsicht, Panther. Ach, Manu, der hat aber auch eine nervige Pilgerreise, ne? Von allen Rüstungen hat der schon die nervigste Quest. Von allen Rüstungsquests, meine ich. Von A nach B nach C nach D. Bei den anderen waren die wenigstens immer alle schön sortiert an einem Ort. Zwei Schemata haben wir schon gefunden. Noch vier. Ich hoffe, das heißt nicht, dass wir jetzt viermal irgendwie noch riesige Weltreisen machen müssen. Das wäre schade. Na, wenigstens ist er nah. Ach, direkt beim Denkmal. Das ist doch erst vor kurzem gebaut, das Denkmal. Naja, wer weiß, was da vorher war. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Nö, was heißt denn hier Schlägereien? Ich laufe hier nur durch die Wiese. Was will denn der von mir? Hilfe. Das ist wohl der Tempel, den Merten erwähnt hat. Ich sollte mich mal umsehen. Vielleicht finde ich was Interessantes. Zum Beispiel ein Geheimgang. Es hat bestimmt keiner was dagegen, wenn ich hier ein bisschen archäologische Forschung betreibe. Ein Geist? Hier? Oh. Und irgendein armer Tropf, den man eingemauert hat. Der Geist findet keinen Frieden. Knochen des großen Bettlers. Der Geist wird erst dann Frieden finden, wenn ich die Überreste begrabe. Da stehen doch ein paar Sarkophage in der ersten Kammer. Einer von denen müsste es tun. Den plündern wir. Und in den anderen legen wir die Leiche. So, jetzt müsste die Seele ihren Frieden finden. Das war gerade eine Quest. Das war gerade eine eigene Quest. Ich gehe da rein, da kommt ein Geist. Ich lege seine Knochen in den Sarkophag. Quest beendet. Okay. Finde ich irgendwie, glaube ich, cool. Keine Ahnung. Nett irgendwie. Aber auch sehr komisch, finde ich. Aha. Tagebuch des großen Bettlers. Den wir gerade beerdigt haben. Und zwei weitere Schemen hier. Tagebuch des großen Bettlers. Siebter Vödeldödel. Die Angriffe sind stärker geworden. Die Einwohner des nahen Dorfes, die mich hier nicht haben wollen, werden mit jedem Tag angriffslustiger. Sie mögen es nicht, dass ich die Wahrheit über ihre früheren Gottheiten verkünde. Sie verstehen nicht, dass sie nur in Majoran Erlösung finden werden. Ach so, das ist ein Majoran-Prophet, der Geist gewesen. Okay.
Sie bedrohen mich mit dem Tode, doch wenn ich für Majoran sterben soll, wenn der Prophet dieses Schicksal für mich ausersehen hat, werde ich es lächelnd erdulden. Und dann ein Geist werden und harmlose Hexer mit einem Stock verhauen. 14. Fütteldüdel. Ich hatte gerade einen vorzüglichen Gast, einen echten Konvertierten mit außergewöhnlichen Sehnen nach Wahrheit und Glaube. Er heißt Merten und war einst ein Hexer, doch dieses ehrlose Handwerk hat er nun aufgegeben und befindet sich auf dem Pfad der Wahrheit. Wir sprachen lange und verbrachten Stunden in Meditation und Gebet. Zu Majorans Ehren hat er viel Güter zurückgelassen, die seine Verbindungen mit seinem früheren Leben stärkten. Er hat große Fortschritte gemacht. Wenn nur alle Jünger Majorans so feurig mit ihrem Glauben wären, die Welt wäre ein besserer Ort. Merten hat mir die bittere Wahrheit über die Untaten seines früheren Lebens gestanden. Ich sagte ihm, wenn er sich läutern wolle, müssen wir zur verborgenen Kapelle gehen. Wenn er diesen trostlosen Ort erreicht, der aus einem Felsen gehauen und mit gefährlichen Kreaturen besiedelt ist, die an sich schon eine Herausforderung sind, und Majoran mit dem Zutritt in die und Majoran ihm den Zutritt in die Kapelle gewährt, so hat er ihm seine Sünden und Verbrechen vergeben. Und so ging Merte, möge Majoran ihm führen. 19. Fritteldüttel, mein Schicksal ist besiegelt. Ich werde für meinen Glauben sterben, für die Wahrheit, für Majoran. Diese finsteren Leute aus dem Dorf, eine Bande betrunkener Banditen, hat den Tempel angegriffen. In diesem Hass und ihrer Bosheit schrien sie, dass ich als großer Bettler am besten bei Majoran um Gnade betteln soll. Sie plünderten den Tempel. Majoran sei Dank habe ich die Bücher zurückgelassen, weil sie ihnen... haben sie die Bücher zurückgelassen, weil sie ihnen wertlos erschienen. Und mauerten mich ein, auf dass ich in diesem versiegelten Grab verwelke. Wenn Majoran mir keine Hilfe schickt, werde ich hier sterben. Mögen meine Knochen von meinem Ruhm künden. Naja, ganz schön viel Goldschätze hatte der Bettler hier in seiner Kammer, muss man schon sagen. Okay, dann haben wir jetzt den letzten Ort. Ich hoffe, den letzten Ort. Wo kommt denn ihr her? Ihr wart vorher noch nicht da. Ach so, ja, ein magisches Loch plötzlich in der Wand entstanden. Ich weiß auch nicht. Das war schon so, als ich hergekommen bin. Tschö. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen von einem, der alle Quests in Witcher absolviert hat. Ja, ich habe ein paar ausgelassen. Alle habe ich nicht. Wenn man hier sich die Nebenquests anguckt. Gerade in Skellige waren wir nicht sehr ordentlich. Aber grundsätzlich, ja. Okay, aber hier im DLC will ich wirklich auch alle machen. Deswegen machen wir auch das. Auch wenn ich diese Schatzsuchen jetzt gerade nicht super spannend finde, ehrlich gesagt. Aber jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Passt schon. Und immerhin nette kleine Geschichten, ne? Warum nicht? Aber ich würde schon gern lieber was Spannenderes machen. Aber come on. Für den Completionist, für den Komplettismus machen wir das jetzt. Alle Fragezeichen werden wir vielleicht aber dann doch nicht abklappern. Das ist dann doch irgendwie meistens ein bisschen... Kann ich mich zu dem Boot teleportieren? Nee, schade. Aber vom Boot aus kann man sich in alle Häfen teleportieren. So ist es, glaube ich. Bitte was? Ja. Ach ja, irgendwie stehen die Bewohner von Tussor immer um irgendwelche Brunnen oder Feuer und tanzen. Und 2 Meter weiter in den Wäldern sind irgendwelche krassen Monster, die alle fressen. Das ist irgendwie auch ein interessanter Kontrast hier. Geralt kann echt in voller Rüstung so schnell laufen wie ein Reh. Ich finde das ziemlich irre.
Er ist aber auch ein Hexer, ne? Und Rehe nicht. Aber ich meine, er kann auch in voller Rüstung schwimmen. Ich meine, das ist ja schon allein. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Luftpolster und viel Auftrieb, die Rüstung, die er so anzieht. Aber... genau wie der große Bettler es beschrieben hat. Glaube nicht. Mertens Kapelle muss in der Höhle sein. Wirklich? Ich kann das Zeug hier nicht anzünden? Oh oh, das ist... nicht gut. Verdammt, was ist denn hier los? Ah, eine Drogenquest, ne? Nackte Frau in einer Höhle? Da stimmt was nicht. Ah, nicht schon wieder ein Alb. Oh Gott, ey. Ich hab genug von Alben. Nein, das ist keine Alb. Das ist kein Alb. Zum Glück. Ist aber sehr ähnlich wie der Alb, nur nicht so hardcore. Bei weitem nicht so hardcore. Aber wahrscheinlich sind die nicht mal echt, oder? Wir haben immer noch einen Drogentrip, oder? Ich bin mir nicht sicher. Könnte ja beides sein, ne? Man weiß es ja nicht. Wir könnten ja auf Drogen sein und hier sind echt Bruxen, die uns attackieren. Zwirbel, Zwirbel, Zauberwind! Die haben es so gewollt, Geralt! Ah, leider sind die ziemlich schnell. Die können wir nicht so leicht wegwirbeln. Ah, come on! Ochse können auch Halluzinationen gewesen sein. Gekämpft haben sie aber ziemlich handfest. Ja, Geralt ist sich dessen wenigstens bewusst, ne? Dass es Halluzinationen sein könnten. Aber man weiß es nicht. Also lieber mit dem Schwert draufhauen. Bettler? Hier? Das muss eine Prüfung sein. Gebe ich den jetzt einfach allen Almosen, oder? Wende nicht den Blick ab, Herr. Hilf mir. Keine Ahnung. Almosen für die Armen, Herr. Und der Letzte. Was jetzt? Ich bezweifle, ich glaube, du hast einfach ein paar Münzen auf den Boden geworfen, Geralt, aber okay. Gehen wir halt mal einfach weiter. Au, 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 au. Au, Geralt, jetzt lass dich doch nicht so von denen hauen. Die droppen nicht mal Loot. Hier ist gar nichts echt, Geralt. Denk an den Loot. Geralt, der Loot. Wenn was in unserem Inventar ist, dann ist es echt. Ansonsten ist es nur Schall und Rauch. Nur Loot macht es zu Wahrheit. Das ist meine Lehre. Ich werde auch ein Prophet in der Witcher-Welt. Was? In der Witcher-Welt. Und das ist mein erstes Gebot. Nur Loot ist echte Materie. Oder was habe ich gesagt? Genau, das. Der sieht aus wie Majoran. Nicht möglich. So sind meine ganzen Gebote formuliert. Was habe ich vorher gleich nochmal gesagt? Naja, das auf jeden Fall. Ihr wisst schon, was ich meine. Das steht dann in meinem heiligen Buch. Sehr viel Spielraum für Interpretation. Aber das ist ja bei so Religion sehr beliebt, habe ich so gemerkt. Insofern gar nicht so blöd, wahrscheinlich. Hallo, geheimnisvoller Mann. Hm. Ist das vielleicht eine Art Relikt? Hm. Keine Vision. Ist das vielleicht eine Art Relikt? Ich hoffe, das war's dann. Oh, ein Teil fehlt noch.
Das ist gemein. Mertes Notiz. Schauen wir mal. Das ist echt gemein. Fribbelwibbel, 17. Es ist vollbracht. Ich habe die Höhle der Sorgen erreicht und bin ins heilige Refugium der verborgenen Kapelle eingetreten. Ich werde niemals vergessen, was ich durchgemacht habe. Feuerspeiende Kreaturen haben mich angegriffen. Monstrositäten, die wie Kreuzungen aus Ertrunkenen und Endriagas wirkten. Männer mit den Gesichtern wilder Tiere. Doch Majoran gefiel es, mich diese Torturen überleben zu lassen. Am Ende des Weges, hier in der verborgenen Kapelle, habe ich mich in Meditation versenkt und gleich erfüllte Majoran mein Gebet mit seiner Vision von einem See. Na gut, das ist jetzt aber dann wirklich wahrscheinlich das letzte Kapitel in unserer Schnitzeljagd hier. Ein See, dessen kristallklares Wasser mich umgab, meine Seele durchdrang und sie von aller Bosheit reinigte. Als ich erwachte, war ich sicher, dass Majoran mir die letzte Station meiner Reise hatte bedeuten wollen. Den See der Reinigung, in dem Majoran die Körper und Seele seiner Jünger wusch. Na gut, passt, reiten wir dahin. Merkel ist zum See gegangen, um endgültig zu sühnen. Das sollte ich mir ansehen. Weiß jemand, warum ich keine Bits für Werbung holen kann? Nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal genau, was das bedeutet, leider. Ich kenne mich auf Twitch selber echt nicht gut aus. Gute Nacht, Metatron. Mach's gut. So, ein See als letztes Kapitel unserer Reise. Aber können wir hier raustauchen? Wahrscheinlich, oder? Das Spiel ist normalerweise nett. Wahrscheinlich haben die hier... Nee, doch nicht. Nee, ich kann hier gar nicht untertauchen. Ist nicht tief genug. Schade. Ich dachte, jetzt ist hier irgendwie ein Hinterausgang oder so. Aber hier ist das Wasser wirklich überhaupt nicht tief. Ich kann hier laufen. Naja, schade. Dann müssen wir wohl wieder den gleichen Weg rauslaufen, den wir gekommen sind. Ich schätze mal, ohne Halluzination ist der wesentlich kürzer. Moment mal. Die Monsterleichen liegen da immer noch? Ich kann sie aber immer noch nicht looten. Insofern glaube ich immer noch nicht, dass die echt waren. Aber schon komisch, dass ich die immer noch sehen kann. Der Nebel ist auch verschwunden. Wir sollten gar nicht mehr high sein, glaube ich. Whatever. Hauptsache, ich finde hier irgendwie wieder raus. Was schwebt denn da? Irgendein Grafikfehler, den ich durch die Wand sehen kann. Weirder Stuff. Seltsames Zeug, das wir hier sehen. So ganz nüchtern ist Geralt doch noch nicht anscheinend. Sodala. Puh, das war ja mal ein verrücktes Abenteuer. Auf zum See. Welcher See denn jetzt eigentlich? Aha, der am anderen Ende der Welt, selbstverständlich. Na dann, gehen wir mal zu dem Schnellreisepunkt da oben. Dann reisen wir da schnell hin, holen uns das letzte Greifenrüstungsset und dann ist diese Quest endlich abgeschlossen. Ich meine, das war ja jetzt sogar noch ein nettes Kapitel und so, das ist schon cool. Aber ich mag einfach so diese Schnitzeljagd-Quests nicht. Diese Klapper, diese 10 Punkte ab und überall ist eine kleine Geschichte. Nein, mag ich nicht. Nein. Dieses ständige Hin- und Herlaufen nervt einfach. Ich bin sowieso echt eigentlich zu 90% kein Fan von Open World. Ich bin eigentlich meistens der Meinung, Spiele mit kleineren Gebieten oder viele Open World Spiele würden eigentlich von kleineren Gebieten profitieren, von kürzeren Laufwegen. Da gehört für mich Witcher 3 auch dazu.
bei ganz vielen Open-World-Spielen, aber das habe ich ja schon oft gesagt, ne, was da meine Philosophie ist, meine Videospielphilosophie, aber ganz viele Spiele mit Open-World haben halt ihre Open-World im Grunde nur als Weg von A nach B gestaltet. Nur damit zwei Punkte einer Quest quasi durch eine Welt voneinander getrennt sind. Das ist die einzige Existenzberechtigung in leider ganz vielen Spielen bis heute und das finde ich immer sehr, 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 sehr schade. Und verschwendet und auch unnötig dann. Da sind mir dann so Spiele wie eben Breath of the Wild oder Genshin Impact auch. Oder auch, das muss der See sein. Ich muss schnell die Wölfe hauen. Oder auch Death Stranding. Sehr viel lieber. Die machen das sehr viel besser. Das sind sinnvolle Welten. Sinnvolle offene Welten. Die haben eine Existenzberechtigung, diese Welten, weil sie ein wichtiges Gameplay-Element sind. Weil sie der Antagonist sind in der Welt. Mensch, Wölfe, ich will gar nicht gegen euch kämpfen, aber was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Waren bestimmt Nazi-Wölfe. Keine Sorge, die haben es verdient. Okay, in dem See sind ganz schön viele Schätze. Ah, da leuchtet's rot. Okay, Geralt, schnell. Nicht, dass wir wieder ersticken. Das wäre nicht das erste Mal hier in Toussaint. Aha, da haben wir es. Das letzte Rüstungsset. Na, Gott sei Dank. Mertes letzter Brief. Lesen wir den noch in Ruhe unter Wasser, würde ich sagen. So lange kann Geralt schon noch die Luft anhalten. Unsere Rüstung und unser Schwert sind ganz schön kaputt von dieser Schnitzeljagd jetzt. Aber gut. 32. Viertelbüttel. Ich habe das Ende meines Weges erreicht. Ich, Merten, als Kind der Manticore-Hexengilde gegeben. All ihren grausamen Mutationen, ihrer unbarmherzigen Schindereien unterworfen, höre am heutigen Tag auf, ein Hexer zu sein. Ich habe meine Pilgerreise beendet und mich von allem befreit, was mich an mein altes Leben band. Ich habe die verborgene Kapelle in den Höhlen der Sorgen aufgesucht und überlebt. Heute bin ich wiedergeboren. Hier im See der Reinigung lasse ich das letzte Objekt zurück, das von meiner vorherigen Existenz als Hexer zeugte. Mit ihm lasse ich auch meine Sorgen und Pflichten zurück. Ich werde alles von mir werfen, gut gerettet, was ich war, auch meinen Namen. Von heute an heiße ich Shovel. Er ist der Shovel Knight. Was? Ich bin ein neuer Mensch. Dank dir, respektabler Majoran. Ich fühle, wie mein neues Selbst mich vorwärts treibt, in Lande und an Orte, die ich noch nie gesehen habe. Die guten Leute, die mir auf meinen Reisen geholfen haben, sagten oft, ich soll auf meine innere Stimme hören und ihr folgen. Denn so spricht Majoran zu uns. Ich werde mich nicht gegen sie stellen. Ich werde nach Norden gehen, nach Temriel, Aedien. Temerien. Tamriel ist, Strange Age, glaube ich, oder? Temerien, Aedirn. Vielleicht sogar in die Drachenberge. Ich werde den Ruhm Majorans verkünden und gute Taten tun, wie der Prophet befohlen hat. Mertens letzte Station. So, hui. Das war ein wildes Abenteuer, das hiermit abgeschlossen ist. Jetzt reparieren wir mal unsere werte Rüstung. Nochmal. Nochmal. Ah ja, Tevinter meinte ich. Dann ist Temerien. Ist das dann vielleicht in The Elder Scrolls? Irgendwo gibt es ein Temerien. Nee, warte mal. Temerien ist jetzt hier das gerade gewesen. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber ist auch egal.
Ihr wisst ja, ne? So steht es in meiner in meiner Bibel geschrieben. Das, was ich vorher gesagt habe, nur anders. Ihr wisst schon, was ich meine. So steht es geschrieben. Okay, Quests. Hier war noch eine Schatz... Oh nein, die Katzenschule müssen wir uns ja auch noch holen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Rüstungssets. Aber komm, jetzt haben wir echt hier so viel Rüstungsschemata gesucht und gefunden. Jetzt geben wir nicht auf. Die letzte machen wir jetzt auch noch. Das Katzenschulen-Set. Hoffentlich ist das mit einer kürzeren Quest verbunden. Und nicht so eine lange Reise wie das jetzt gerade. Aber wahrscheinlich. Timerien, Tivinter, Tivat. Wie sie alle heißen. Oh! Ich glaube, plötzlich ist gerade zum Seepferdchen geworden. What happened? Normalerweise sind in dem Spiel da, wo plötzlich nicht hin kann, unsichtbare Wände. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Und da kommt er wie plötzlich, kommt plötzlich wieder aus dem Wald angeritten. Ja, das sind noch die Nachwirkungen aus der Majoran-Höhle, ne? Geralt ist einfach immer noch ein bisschen high. Der saß, glaube ich, gerade gar nicht wirklich auf Plötze. Das hat er sich nur eingebildet. Mensch, Plötze! Was ist denn? Jetzt, come on! Der ist gerade wie ein Ritter der Kokosnuss einfach nur durch den Bach gehoppelt. Und plötzlich hat er gemerkt, Moment mal, ich sitze gar nicht auf Plötze, was ist denn jetzt los? Oh je, oh je, oh je, Geralt, 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 was soll das noch werden mit dir? Deswegen, liebe Kinder, keine Macht den Drogen. Außer ihr wollt unbedingt auf einem Pferd reiten und könnt euch aber keins leisten oder habt keins, dann sind Drogen der richtige Weg. Weil dann bildet ihr euch wenigstens Pferde ein. Und das ist genauso gut. Das steht dann auch in meiner Bibel, in der Landsquid-Bibel. Das ist das zweite Gebot. Keine Macht den Drogen, außer man will dringend Drogen nehmen, um sich von den Unwegsamkeiten des Lebens abzulenken, dann schon. Sehr gut. Das muss Delaunays Anwesen sein. Ich muss einen Weg hineinfinden. Geschlossen, wollte ich sagen. Abgeschlossen. Aha, wer hat denn hier dieses günstige Brettchengestell hier aufgebaut? Brechen wir jetzt hier ein? Ist das so ein Meisterdieb-Quest hier? Gut, dass wir schon in Schwarz gekleidet sind. Wir sind unauffällig wie Schatten, wie wir hier in der Vollmondnacht über die Dächer huschen. Hoja! Geralt, der Meisterdieb. Das sind irgendwelche Leute, die um ein Skelett rumstehen. Erinnert mich gerade an Resident Evil 4, das Bild. Wenn das Feuer noch brennen würde, wären wir hier im Resident Evil 4 Dorf. Bin mir ganz sicher. Na gut, schauen wir mal, ob die Dorfbewohner gleich mit Kettensägen auf mich losgehen. Ja, na dann. Verdammt. Bandit, sei mein... Nein! Der Bolzen hat mich abgehalten. Mensch, Bogenschützen sind so furchtbar nervig. Ah, okay. Hauen wir einfach alle tot. Beziehungsweise, hauen wir einfach mal den Bogenschützen da hinten tot. Der ist ja wohl... Also, come on. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Unhöflich ist das einfach nur. Einfach unhöflich. So. Wo waren wir stehen geblieben? Freundschaft! Come on, ich mach das so gerne. Es ist gar nicht so effektiv, aber ich mach das einfach gerne, dass ich die so
brainwashe. Habt ihr es gesehen? Die beiden haben sich gerade exakt simultan geschlagen. Ja komm, ich will sehen, wer von euch gewinnt. Hört nicht auf jetzt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus für den. Und gewonnen. Der erste Preis ist, in der Mitte auseinandergehauen zu werden. Ich hätte den ersten Preis vielleicht vorher nennen sollen. Vielleicht wäre er nicht ganz so engagiert gewesen in der Sache, aber gut. Ich packe es einfach nicht bei Majorans Wunden. Beruhige dich, es ist vorbei. Ich danke dir, Herr. Vergib, dass ich außer Fassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Nein, doch. Was? Wieso? Wer? Ausstattung? Hast du die Katzenschulen-Dingsies? Die brauche ich bitte. Ansonsten nix. Ja. Ich suche Schriftrollen und Manuskripte mit Schemata für Hexerausrüstung. Hast du sowas zufällig? Ich habe die Waren noch nicht inventarisiert. Ich bin gerade erst eingetroffen. Und dann kamen die Banditen mit ihrem Terror. Aber du kannst dich gerne umsehen. Das Anwesen sieht verlassen aus. Meine Maske ist weg. Ich bin eher der Verwalter. Auf Weisung des Schatzministers soll ich als Hausmeister für die Liegenschaften des Grafen Delaunay sorgen. Warum? Er wird vermisst. Da ist sie wieder. Aber Glück gehabt. Mich hat niemand gewarnt, dass die Villa Vedette eine Räuberhöhle ist. Oder jedenfalls war. Dank deines Heldentums, Meister Hexer. Was hast du denn zu verkaufen? Ein freundliches Nicken hat er zu verkaufen und einen ganzen Haufen Schrott. Und er kauft nicht mal meine Schrottwaffen an. Du bist der nutzloseste Händler im ganzen Spiel. Und das Spiel ist voller nutzloser Händler. Händler. Danke. Mandala. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ja gut, dann schauen wir uns hier mal um. Ich ignoriere einfach mal die Diebe, die wir gerade gehauen haben, oder? Weil die haben nur wieder irgendwelche blöden Schwerter und Zeugs, das mir hier alles zumüllt. Genau eben. Will ich nicht. Geralt von Riva. Wenn er irgendwann mal tanzt, kann er sich Geralt von Rivadale nennen. Moment mal. Riverdale, ist das überhaupt ein Tanz? Ich glaube schon. Ich glaube ganz fest daran. Das ist das dritte Gebot. Sollte Riverdale noch kein Tanz sein, ist es jetzt einer. Außer es ist was ganz anderes. Dann vielleicht auch nicht. So steht es geschrieben. Das steht immer am Schluss von jedem meinem Gebot, steht immer, so steht es geschrieben. In Klammern, weil ich es gerade dahin geschrieben habe. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz wichtig. Muss man immer dazu sagen. Ab jetzt steht es so geschrieben. Hä? Ich habe doch gerade den Schlüssel gefunden. Warum ist es denn immer noch verschlossen? Was ist denn jetzt los? Falsche Tür oder wie? Ah. Hier ist auch verschlossen. Ah, hier ist nicht mehr verschlossen. Und hier ist ein Bild. Oh, mit einem Brief und einem Schema. Ich ahne Schlimmes. Na, schauen wir mal. Brief an Bartholomä de Lonne. Lieber Bartholomä, ich habe deinen Brief erhalten und freue mich überaus, dass du eine Lösung deiner Probleme gefunden hast. Der Hexer, den du beschreibst, kommt mir in der Tat gefährlich vor. Und du hast ja immer gesagt, dass sie alle Mutanten und kaltblütige Mörder sind.
Dennoch meine ich, dass du sein Angebot annehmen solltest. Wenn diese Schemas tatsächlich eine Revolution in der Rüstungsschmiederei bedeuten, könntest du nicht nur den Auftrag der Herzogin erfüllen, sondern auch recht viel Ruhm einheimsen. Und das ist dir das Wertvollste, wie ich weiß. Es ist ein kluger Zug, die Banditen in den Ruinen des Arthach-Palasts um Schutz zu ersuchen. Wenn die Ritter sie nicht klein gekriegt haben, werden es wohl auch ein paar Hexer nicht schaffen. Bösewichte und Halunken respektieren einander schließlich. Sei dennoch äußerst vorsichtig bei diesem Treffen. Banditen und Hexern kann man nicht trauen. Es grüße dich deine Belinda de Lenoir. Noch ein Leben, das durch Gier und Ehrgeiz kompromittiert und schließlich zerstört wurde. Na, da hat er recht. Ich find's auch nicht gut. Gier und Ehrgeiz. Ja, na gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hilft ja nix. Oh, ach so, doch, ich kann's aufschließen. Na Gott sei Dank. Das hätte ich jetzt nervig gefunden. Komm jetzt. Wenn ich wieder irgendwo rüberklettern hätte müssen. Plötze. Ich hoffe, wir finden jetzt da alle fünf Schema. Ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelches Schatzsuchen. Nach irgendwelchen Schemata, die ich sowieso nicht benutzen werde. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will, dass das jetzt vorbei ist. Hau ab, Bandit. Niemand interessiert sich für dich. Das muss das Banditenlager sein, von dem Bolognese geschrieben hat. Autsch. Das sind echt viele Banditen hier. Das ist eine Banditenarmee, die hier lebt. Meine Güte. Alle zusammen zum Kuckuck. Ah, Bogenschützen, ey. Komm, rollen wir mal, kugeln wir uns zum Bogenschützen, Geralt. Mein Gott, wie viele Hunde haben wir denn noch? Ich will die Hunde nicht töten. Die tun mir leid. Im Gegensatz zu den Banditen. Die Banditen haben sich das ausgesucht, Banditen zu sein. Die Hunde nicht. Die sind einfach nur treue Gefährten. Die können gar nichts dafür hier. Die sind die wahren Opfer. Ah, das war so knapp davor. Bogenschützen, ey. Ich hasse Bogenschützen. So, wo ist dieser Bogenschütze? Es reicht hinterm Gebüsch auch noch. So, du bist jetzt mein Freund, das hast du davon. Und jetzt töte ich dich. Meine Güte, war das eine Armee von Banditen und wir sind noch nicht mal fertig. Irgendwelche letzten Worte? Schnappt euch die Kurtisanenbrut! Wow, der hat den gerade One-Hit gekillt. Nicht schlecht, Bandit. Ich dachte, du hast keine Chance und plötzlich, bam, machst du meinen Verbündeten mit einem Schlag fertig. Nicht schlecht, nicht schlecht, muss man schon sagen. Es ist noch nicht zu spät, sich zu erleben.
Wie viel, ich meine, also mich würde gerade interessieren, wie viele Menschen leben hier so in dem gesamten Herzogtum und wie viel davon sind offensichtlich Banditen? Zauber! Er wird Zauber! 80% oder so, anscheinend. Ah. Wow, Hammer Time. Oder wie? Ach ja, ja, was ist denn hier so los bei euch? Ich verliere die Fassung. Deine Schuld. Wie oft er die One-Hit killen kann, ist aber schon krass. So, ich glaube, wir haben alle umgebracht. Alle. Absolut alle. Nicht nur alle Banditen, alle. Die gesamte Witcher-Welt ist quasi tot jetzt. Nur noch Geralt. Der letzte Überlebende. Für immer. That escalated quickly. Achtung! Achtung! Oh, Verzeihung. So, wo waren wir stehen geblieben? Moment mal, ich sehe noch einen Gegner auf der Karte. Hier irgendwo. Hallo? Da war ich doch gerade. Hä? Naja, gut, dann. Nach was suchen wir eigentlich? Erkunde die Ruinen. Okay, ja gut. Das machen wir. Ah, überall sind kleine Dinge, an denen man hängen bleibt. Geht's hier irgendwie tiefer, weiter oder keine Ahnung? Nee. Mein Gott, schaut euch mal die Minimap an. So ein Schlachtfeld hatten wir aber wirklich noch nie in dem Spiel, glaube ich. Mein Gott, ich hätte gern mitgezählt, wie viele das waren. 50, 100, eine Milliarde. Oh, eine Karte. Was haben wir denn hier? Organisationsplan von Antonie Sterling Strages Hanse. Ah, okay. Das war quasi nur ein Außenlager der Hanse. Die ist noch größer, natürlich. Warum auch nicht? Warum nicht irgendwie 8 Milliarden Banditen? Ja. Aufteilen in dem kleinen Herzogtum hier. Oh, das klingt aber eher nach Leichenfresser oder irgendwie sowas in der Art, was ich hier höre. Nicht nach Banditen. Ja, was, Spiel, ich weiß jetzt nicht, was soll ich denn hier noch großartig erkunden? Ich dachte, also ich laufe jetzt zum 100. Mal hier im Kreis. Keine Ahnung, was du von mir willst. Sag's mir doch. Zeig mir was Rotes. Zeig mir kleine rote Lupen auf der Minimap oder ich weiß es nicht. Zeig mir irgendwas. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel von uns will, Leute. Hey, aber da oben ist eine Feuerstelle. Irgendwie muss man da hochkommen. Aha, da ist tatsächlich ein Weg. Jetzt suchen wir mal den Weg, wie man da raufkommt. Ah, da ist eine Leiter. Okay, an der bin ich ungefähr dreimal vorbeigelaufen. Und da ist der König, Antonio Sterling, höchstpersönlich. Ich führe dich mit deinem eigenen Dödel durch. Wollen wir nicht vielleicht unser Schwert ziehen und den töten? Irgendwie kann ich dem nichts tun. Hallo? Jetzt! Macht ihn alle! Aha. Das ist nicht dein Tag. Ich krass dir die Eier! Bitte. Was? Was? Okay. Gut. So, somit hätten wir diese Banditenbande, glaube ich, erledigt. Zumindest der Anführer ist tot. Das erzeugt ein Machtvakuum. Und die einzelnen Außenstellen werden jetzt untereinander kämpfen. Und so. Aber. Wo sind jetzt die Schema? Die Schemen, die Schemata, die Schemas. Aha, okay.
Da freuen sich die Ritter. Und ich bin noch verwirrter als vorher. Gehört das zu der Quest jetzt hier, oder? Sir, hast du einen Augenblick für mich? Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Die Schreckensherrschaft einer Hanse ist vorüber. Oh Gott, was? Wie soll man das lesen, was da gerade stand? Aber der Waffenschmied wollte mit mir reden, oder? So, so. Sternlingsstragen aus dem Hause von und zu Arschkrampf hat ins Gras gebissen. Möge er in Schmerz und Unfrieden ruhen. Du hast hier einen ordentlichen Nachlass verdient, Hexer. Was ist los? Stragen, der Name kommt mir bekannt vor. Ich bin ihm vor einer Weile begegnet. Wie bitte? Das muss ein ganz übler Halunke gewesen sein. Anständige Leute tragen diesen Namen nicht. Mit den übrigen Stragens kenne ich mich nicht aus, aber dieser Stragen war auf keinen Fall anständig. Er hat ein böses Ende gefunden. Zu Recht. Du hast den Bastard unter die Erde gebracht. Oh. Ich wusste es. Das haben Druiden für mich erledigt. Sie haben ihn lebendig verbrannt. Oh, wie schön! Wie schön! Ich glaube, der NPC, der da an dem Bild steht, gehört zur Bildcrew. Der ist, glaube ich, für die Ausleuchtung der Szene verantwortlich. Und der checkt nicht, wo die Kameras stehen. Typisch. Zeig mir doch mal dein Angebot. Da freut er sich. Ja, zumindest können wir hier unsere nervigen Schwerter verscherbeln, die ich schon viel zu lange mit uns rumschleppe. So viele Schwerter sind es gar nicht, aber Rüstungen. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder, ne? Aber trotzdem sind wir jetzt wieder wesentlich leichter. Gut, gut. Ich möchte mir etwas... Da freut es sich auch. Aber warte mal, eigentlich wollte ich gern unsere Rüstung reparieren. Nee, warte mal. Ich möchte meine verwendete Rüstung reparieren. Das ist es. Zodala. Bis später. Redet der jetzt nicht mehr mit uns, nickt der nur noch. Naja, Leute, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ich hätte gern die Katzenrüstung heute noch geholt, aber anscheinend dauert es noch länger. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was überhaupt los ist. Was passiert hier? Wir haben hier jetzt ein Banditenlager befreit und jetzt müssen wir es aber immer noch durchsuchen oder so. Na, meinetwegen. Na, Schönchen, Popönchen, dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Danke für die Bits, danke für die Subs, danke für alles, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und danke auch an alle, die das auf YouTube nachträglich gucken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, gute Nacht. Ciao.